Dein Becher, schön Becher verstaut. Ja, ja. Ja, es nervt ihn die ganze Zeit zu tragen. Da sind wir, oder? Ja, aber da ist noch niemand. Ist noch niemand, ja, ja. Nee, aber klar, wenn du das VOD grüßen willst. Ja, genau. Hallo, ich grüße YouTube. Hi. Wir laden das hoch, ne? Falle. Meinetwegen, ja. Ja, klar, wir gehen spazieren. Für alle Leute, die gerade bei YouTube schon zugucken, wir gehen spazieren. Walle ist da, ich bin da. Ich bin das. Und wir haben uns ein bisschen verquatscht und das war sehr schön. Ja, einfach mal so ein random Spaziergang ist aber ganz geil. Ich find's Hammer. Ich liebe ganz ehrlich, ich liebe diese Streams, weil du einfach rumlagst und was machst. Ich finde das auch das Geilste. Deswegen habe ich auch eben vorgeschlagen, dass Rauchst wir mal so, noch mal so ein Rausgeh-Format hinkriegen. Guck mal, 5 Leute hast du schon gleich da. Hammer. Sollen wir hier rein, oder was? Einmal im Schatzenpark gehen? Einmal mal hier so ein bisschen gucken, ich dreh mal kurz die Kamera. Geht das, Leute, wenn man die Kamera dreht? Der schöne Heinrich-Herz-Turm. Ist er, ne? Habe ich auch in einem Draußen-Format gelernt, wo wir mit dem hier Cast-Search hieß das. Das sind Johanna, Leo und ich haben uns im Auto gegenseitig gesucht. Das war ziemlich cool. Ich weiß nicht genau, warum der Stream, der wurde nicht richtig umbenannt. Ach so, ist alter Titel, alter, oder was? Alter Titel. Lord Stromberg, grüß dich. Ah, Lord Stromberg. Oder hallo! Heißt er so? Lord? Ja, Lord Stromberg. So, könnt ihr uns denn hören hier? Moin. Jim Knopf sagt Moin. Moin. Du bist Nummer 1, die hier reinschreibt. Du bekommst einen Stempel. Ich sehe Ofen, ich klicke. Ja, hier ist nichts mit Ofen. Das ist ein geiler Ofen. Das ist Valentin. Nein. Herre. Das, da steht Herr steckt in dem Namen. Ja. Herr. Fahren Krogi und Walle wieder mit dem Boot? Nee, heute nicht. Nee, ist nicht geplant. Zu nass. Wir wollen einfach nur ein bisschen auf Schritte kommen. Bisschen genau, spazieren genau. Gehen. Ja, schön hier. Ich sag mal gehen. Gino machen. Ich lese immer diese Judging-Tweets, von wegen, du machst zu wenig und so. Und dann denke ich, du hast ja recht, Boy. Muss ich mal wieder 10.000 heute machen. 10K. Hallo, wo ist Ronny? Ronny Berger, Shoutout. Ronny ist, glaube ich, in der Schweiz gerade. Der ist in der Schweiz. Was ist der Plan? Okay, Plan ist wirklich... Ich sag dir den realen Plan. Walle und ich waren gerade bei Rocket Beans, haben was aufgezeichnet. Wir haben reell gearbeitet, ja, quasi. Das war richtig reell. Richtig reelle Arbeit, wie man sich das... Also Hater würden sagen, ihr habt noch nie gearbeitet. Ja. Aber für uns war es reelle Arbeit. So, und es war sehr schön, hat Spaß gemacht. Das war sehr gut, ja. Wir sind nämlich jetzt die Simulatoren-Boys. So. Hallo Klesk, danke. Und haben uns dann überlegt, komm, wir quatschen noch ein bisschen. Ja. Wir machen noch die Leicester-Tour. Weißt genau, du, so? Genau. Wir reden noch schön ein bisschen abhaten über das Leben und die Gesellschaft. Die Gesellschaft. Und dann haben wir uns festgestellt, Mensch, komm, lass uns noch ein bisschen weitergehen. Machen wir einen Stream an. Ja. Und das ist jetzt der erste. Gott. Red keinen Scheiß, Alter. red keinen Scheiß. Ach komm. Ja, und dann haben wir jetzt überlegt, komm, dann ist das jetzt der erste Stream auf meinem Kanal. Der allererste Stream war im neuen Jahr. Ich bin dabei. Das wirklich, ich hatte noch keine Nerven und noch keine gesundheitliche Verfassung und was auch immer, einen Stream zu machen. Und das ist der allererste Stream hier bei twitch.tv/krogmann. Und du bist dabei, Alter. Sehr schön. Also Leute, erstmal von Herzen. Schön, dass ihr da seid. Frohes neues Jahr. Frohes neues. Und wir sind jetzt in Hamburg, laufen gerade durch den Schanzenpark. War auch gerade spazieren und jetzt kann ich mit euch noch etwas schlendern. Ja, das ist der Plan. Spazieren ist eine geile Sache, habe ich wirklich für mich entdeckt. Klingt erstmal lame, aber laufen ist geiler, als ihr denkt. Und ich dachte, ich kriege Tipps, wie ich meinen Ofen sauber mache. Nee, reparieren. Sauber ist nichts. Walle for Stream Team. Ja, also will ich ja irgendwann machen, aber das sage ich auch schon seit Jahren. Ich kündige hier gar nicht. Ich will das mal machen. Ich habe jetzt schon, ich muss hier, ich habe jetzt schon mal ich kann meine Hand. Halten, wenn irgendwann dein Arm abfällt. Ja. Nee, du hast ja die Rolle des Gastes. Ja, stimmt. Der Gast hat immer eine schöne, guck mal, das ist das Mövenpick Hotel. Der Gast darf immer chillen. Ja, aber so ein Gast, ich bin ein höflicher Gast, also ich kann zum Beispiel auch vor Silvester Raclette essen bei Freunden und da habe ich dann auch mal eine Paprika geschnitten. Ja, eine. Oh, so eine. Gegessen. Ja, also sofort. So eine, fürs gute Gefühl, dass ich sagen konnte, so, ja, ich habe euch was geholfen, ne? Sofort. Habt ihr auch, Leute, wer von euch hat auch schon mal eine Paprika geschnitten? Seid ihr auf einem Level mit Walle? Ja, wobei ich muss das vielleicht noch ein bisschen ausführen. Ich war schon leicht betrunken, wir haben davor schon ein bisschen was getrunken. Und ich hatte Probleme, diese Paprika zu schneiden. Also ich habe wirklich eine Viertelstunde für eine Paprika benutzt. Und jeder dieser Paprikaschiffchen, die man da eigentlich hat, war unterschiedlich groß. Oh. Und ich habe auch die Hälfte dabei weggesnackt. Aber ist eigentlich ja gut, weil das zeigt ja, das ist ehrliche Arbeit. Das war ehrliche Arbeit, das war richtig cool. Ja. Komm, wir gehen durch den Park, Planten und Blumen. Oh ja, das ist schön. Das ist schön. Da bin ich gern, ja. Das ist gut. Coole Dinger gibt es da. Cool. Okay. Da merkt man, ich kenne mich aus. Ich fühle den Walle wegen der Paprika, schreibt jemand. Ja, geil. Ja, Content. Schwierig, ne?
Das steht, ja, der Titel steht falsch. Ich hab's leider, ich hab's hier in meiner, ich nutze gerade die Twitch-App mit dem Handy, ja? Und ich hab's eingetragen, wirklich. Ich hab ja, einen ich coolen, hab gesehen. Walle hat's gesehen, ich hab einen coolen Titel eingegeben. Nämlich erster Stream im neuen Jahr mit Walle, wir gehen spazieren. Das ist der Stream-Titel gewesen. Kategorie Just Chatting. Und dann wird's aber nicht übernommen. Das ist schwach. Schweinerei. Aber hast du Mods? Ja, klar. Aber die das nicht auch ändern? Nee, die haben bei mir sehr viel Urlaub. Ich bin sehr, sehr guter gute Arbeitgeber. Die haben bei mir sehr viel Urlaub. Urlaub von ihrer Gratisbeschäftigung. Ja, die haben wirklich, die haben sehr viel Freizeit. Ja. Aber das ist fair. Aber ich finde es auch fair, weil dann kann ich auch nichts verlangen. Weißt so, du? Ja, genau. Ich habe gestern allerdings, oder vorgestern, letzte Woche, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich ja so ein paar Mods, genau, und die sind bei mir im Discord. Den habe ich erstmal Spielekeys geschenkt. Stark. Oder? Ja, das ist schön. Genau, man das muss ja auch mal was zurückgeben, wenn man find ich was gut. bekommt. Finde ich auch gut. Kann mir kaum vorstellen, dass Walle viel Alkohol verträgt, hat jemand geschrieben gerade. Wie würdest du es sagen? Ja klar, also na klar, eine Flasche Korn geht schon. Als aber Lappen hat man natürlich erstmal da eine andere Grenze, als sag ich mal mit der nötigen Impuls, der das quasi abfangen kann. Aber ich sag mal so, wenn man irgendwann Alkoholiker wird, dann gewöhnt sich der Körper ja auch mehr daran. Aber es ist schön, dass du das ansprichst, das weil ich habe Walle heute zum Dienstbeginn. Habe ich Walle noch gesagt, oh, ich kann mich schon dran gewöhnen, jeden Tag Tee mit Amaretto. Das klingt ja immer so, als hätten wir das gemacht, haben wir ja gar nicht. Nee, haben wir nicht, aber das habe ich dir so, weißt du, das habe ich dir so reingegeben. So ein Tschüsschen. Ja, also genau, dein Wortlaut war sogar, ich glaube, es ist ganz schön einfach, Alkoholiker zu werden. Und da habe ich dir sofort beigebracht. Ja, ja, das kann schnell schief gehen, also, wenn man nicht aufpasst. Also passt da auf. Passt da auf, Leute. Passt da auf, kein Tipp von uns. Ja. Also gehen wir jetzt in den Park, ja? Ja, gehen wir in den Park. Gehen wir in den Park, finde ich gut. Jetzt wird klar, Lord Stromberg freut sich. Moin, wen haben wir noch? Herr Cthulhu ist da, dann ist das Rorschach. Endlich Sonne. Ja, sah ganz schön aus. Praise the sun. Ich weiß, ja, geht. Aber was anderes, ich weiß nicht, ob man das im Stream so sieht, aber Alter, was würdet ihr sagen, was das ist? Boah, ist das ekelhaft. Das ist ekelhaft, ne? Ja. Was würdest du sagen, was das ist? Boah. Ja, also... Also es ist mir übelst peinlich, so rumzulaufen. Hast du Sahne dran gemacht? Also ich habe kurz vor Weihnachten eine Frischkäsebrezel über mir aus Versehen zerbrochen und dann war überall Frischkäse. Und es kann sein, dass es das ist, aber ich habe dann versucht, es abzuwaschen und es geht nicht ab. Und als ob Frischkäse so robust ist. Nee, das ist... Oder ist eingebrannt. Eingebrannter Frischkäse. Ich weiß nicht, also ich brauche auf jeden Fall eine neue Jacke. Aber das ist doch hier... Das kannst ja wohl. Ja, guck mal, die ist überall. Ich weiß auch nicht, das war auch irgendwann von einer Unachtsamkeit. Und aber so. Die Jacke ist cool. Die ist cool, ja. Brauchst du nochmal. Sie ist halt, weißt du, warum die ist für dich auch cool? Weil die so Gangster ist. Du siehst aus wie so ein Messerstecher. Ja, eben. Das passt ja zusammen. Messerstecher. Ich brauche unbedingt irgendeinen Gimbal. So ein, weißt ja, du, Gimbal ich oder? Ich brauche irgendwas, womit man so ein Handy ordentlich tragen kann. Ronny Berger, wie machst du das? Sag schon, Ronny. Aber übrigens, hier, hast du den mal getroffen? Ronny Berger? Ja. Ja, klar. Kennt ihr euch? Ja. Da müsst ihr was zusammen machen. Euch sehe ich total zusammen. Ja, wir sind super. Ich gucke da immer gerne mal rein. Wo ist er heute? Und so, der Schweiz, macht ja diesen IRL-Content. Und den macht er auch echt. Den habe ich zufällig getroffen in Hamburg. Ach nein. Nice. Sogar im Stream getroffen. Geil, das ist ja witzig. Und dann waren wir sogar in meinem Zimmer. Ach, guck mal, das muss ich mir, kann man das noch nachholen? Ja, hier muss ich noch hochladen. Ah, okay, machst du aber noch. Ja, mach ich noch. Zieh ich mir rein. Ronny Berger-Content. Zieh euch das auch rein, das war bestimmt geil. Wenn ich es nicht eh schon live gesehen habe. Geschmackstest rein zu Wille? Achso, kannst du dann lecken? Oh, weiß ich nicht, ob ich das leck mal dann. Ey, okay. Leck mal, komm. Oh, weiß ich. Er will das, der Chat will das. Soll ich nicht jemand fragen? Nein, ja, mach mal. Leck jetzt dran. Schmeckt nach nichts. Kann ich auch dran lecken? Jacke. Ja, warte mal, ich mach. Willst du eine andere Stelle? Ja, die ist gut. Vogelscheiße ist das. Du kannst sie direkt erkennen auf der Zunge. Ich esse sie oft. Ja, könnte sein. Ich esse sie oft. Stimmt, du hattest doch den Piepmanns auf dem Balkon. Da hast du immer alles direkt, was er ausgeschissen hat. Total. Erster Stream, Leute. Schmeckt doch hier. Erster Stream 2013 etwa, Walles Jacke lecken. Ja. Ey, ist lecken schon Monka TOS? Also Twitch Service Ding hier. Toss? Nein. Das ist real. Das kann man noch machen, ne? Das ist real. Wir sind gerade hier an dieser Ecke. Ich drehe mal kurz die Kamera, ja, check mal die Ecke. Wir sind hier. Alter Quark. Outdoor Leck Test. Ich weiß nicht, ist die Verbindung okay? Kriegt ihr alles mit, was hier so abgeht, Chat? Ihr seid dabei beim ersten Stream 2023, ich sag's nochmal. Und die Meute kommt rein. City Girls, moin. Erstmal reinstappen. Ja, Mann, Verbindung ist super. Geil, wir gehen da rüber, wir gehen da rein. Hier am Turm. Die Wolken sehen schön aus. Wer sieht schön aus? Die Wolken da. Ja, jetzt. Zeigst du nur meine Fresse. Die Wolken sind geil. Nein, du hast, hinter deiner Fresse waren ja die Wolken. Ach so, nice. Also alles gut. Klappergebiss, zeig die Wolken.
Das sind die Eisen wirklich schön. Da ist der Turm, das Walle, alle drauf. Ja, ist geil. Ist ein schönes Bild. Gefällt mir. Schön. Wir haben, also ist wirklich gut. Hier sind noch Gleise, finde ich auch immer vielversprechend. Immer geil. Ich stehe hier manchmal, ich wohne hier gar nicht so weit und stehe manchmal und mache so ein bisschen Trainspotting. Nee, warte mal, das war irgendwas mit Drogen. Wie heißt denn das? Trainspotting ist schon. Ja, ja. Traumplätzer TV. Moin, grüß dich. Aber hier kommen nicht so viele spannende Züge vorbei, sag ich euch. Wen haben wir noch? Warte mal, jetzt soll ich was lesen. Ja. Sebisch, ein Jahr am Start. Danke, Mann. Stark, danke. Stark, ein Jahr am Stiesel. Und Sam Hallett from UK, my friend. Now it's time to speak English. My friend. Walle. This is Valentin Herre. This is a good friend of mine, Sam. And hello. We are walking through Hamburg City and this is the Heinrich Herzturm. Heinrich Herzturm. The tower. The tower. Heinrich Herz Tower. Happy New Year, buddy. All the best for you. What a worst. Yes. Wie geht's im Ofen? Der Ofenelefant, der lebt gut. Wer ist der Ofenelefant? Der Ofenelefant, das ist so ein Dämmungselefant, der lebt im Backofen. So. Guck mal, das ist ein User. Ist das Schärfe, das ist nicht scharf. Jetzt. Oh, jetzt scharf. Ich bin aber auch fertig zu Hause. Awesome, thank you. Nice. Awesome. Healthy conditions. That's great. Gleich erstmal hängen. Lord Stromberg hat 5 Abos rausgebracht, weil er den Content gut findet. Ja, Mann. Stromberg. Lord. Wir gehen jetzt in den Park. Direkt wieder Leute abgesprungen. Wir waren schon bei 205, direkt wieder 30 Leute verloren. Weil wir noch nicht im Park waren. Ja, das ist Qualität. Die Seppen nochmal. Walle sieht mega gesund und fit aus. Was? Ja, das gucken wir uns mal ganz von nah an. Guckt euch mal hier diese ganze Scheiße an. Das sieht aus, als wäre ich hier diese Krähenfüße. Aber geht schon. Frohes Fest. Naja, das ist ein bisschen sehr spät. Frohes neues Jahr, kann man sich wünschen. All balls. Ja. Nice. Walle sieht aus wie immer. Walle, lass uns die Ampel nehmen. Aber dann sehe ich ja immer aus wie ein räudiger Hund. Walle, wollen wir die Ampel nehmen oder schaffen wir es hier? Ich finde es geiler hier irgendwie. Ich finde es auch geiler hier. Hier ist halt du real. Bist da immer, ich sag dir, wann wir sprinten. Also, gut. Hier ist halt, du bist lieber Frogger. Warst du schon mal ready? Ja. Lieber Frogger. Also ich guck, auch wenn du sagst Sprint, guck ich trotzdem nochmal, ja? Ja, ey, klar, ist for the safety. Was kommt da denn jetzt noch? Ja, ist halt, das wäre unsere Chance gewesen. Ja. Jetzt ja, da, ja, sag ich jetzt, da frei. Ja, wir kriegen das noch hin, Jetzt gut. So, jetzt gleich, genau. Ist es soweit? Jetzt würde ich sagen. Aber vor dem noch? Nee, ne? Jetzt nicht mehr. Aber hinter dem. Hinter dem. Weil wir auf der Straße. Das könnte Toss sein. Jetzt haben wir meinst, das, ja, das könnte bei Twitch Toss sein, so illegal über Straßen gehen. Könnte ich mir vorstellen. Das wäre ja völlig da meldet das jemand und sagt, was ist das für ein Vorbild? Und dann, ja, dann guck halt. Ja, und dann streamen irgendwelche Leute Slots. Weißt du, das, wenn wir hier über Vorbild reden. Ja, aber Slots sind schon geil. Ja, klar, ich verstehe es ja auch. Aber, guck mal, lass mal ganz kurz hier was Geiles machen. Ja, was Geiles machen. Was machst du? Den mal so von vorn. Von vorne filmen. Ja? Dann würde man den geben, ein paar Schritte weg, dann ist der Effekt geiler. Ja? Würde man ja denken, schon ein gerader Zaun, da haben die ja ordentliche Latten an den Start gebracht. Ja, ja. Und jetzt film mal dieses Zaunstück an der Seite. Voll wobbelig. So, und dann ist das so ein geiler Geworbel. Oder Schrott, Schrottzaun. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland erlaubt ist. Zäune so. Ja, Wobbelzäune, das ist glaube ich gegen... Da ist halt kein rechter Winkel drin, weißt du? Ja, der Winkel muss 90 Grad sein. Stimmt, die Heckenbesitzer rasten aus. Die formieren schon eine Demonstration gegen Wobblezäune. Wir müssen wir glätten. Das ist Zäune glätten. Hype Train kommt rein. Steffling, dankeschön. Boah, Hype Train, was ist das? Ey, erklär mir das mal. Das habe ich nie verstanden. Was ist dieser Hype Train? Ist der geilste Shit, um den Leuten die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Es gibt nichts Geileres. Mach den Hype Train mit. Es läuft so. Hier ist der Hype Train angezeigt. Ja. Wenn jetzt noch 2 Leute ein Abo da lassen, ja? Dann rastet der aus, ey, dann fährt der los. Aber was bringt der dann? Den Leuten nicht. Aber dir? Mega viel Kohle. Vielleicht. Weiß ich nicht, kommt darauf an, wie Twitch legt immer einen drauf. Nee, oder? Twitch legt da nicht so. Twitch will ja auch die Kohle kriegen. Ja. Ist dann aber so, wenn er gleich kommt, ja? Also gleich kommt der Hype Train, vielleicht, weiß er nicht. Ich war ja schon lange nicht mehr online, der kommt wahrscheinlich sofort. Der kommt wahrscheinlich nach 2 Abos, kommt der noch rein. Ja, krass. So schnell geht er. Und da kriegst du aber eine Belohnung, kriegst du. Ja. Geile Emotes. Stark. Geile, fresche Emotes. Also Slots. Nee, nicht ich krieg's, sondern die Leute, die alle zugeguckt haben, kriegen geilere Emotes. Cool. Sieh, guck mal, Casteria hat 5 Abos reingeballert. Stark. Starke Performance. Mega. So, jetzt bei den Hype-Train. Jetzt kommt er. Incoming. Ja, da kommt er. Tutu. Jetzt sind alle drin. Und du merkst schon, wie sich das Körpergefühl ändert, oder? Ja, nochmal, ja, ja. Auch bei den Leuten, da kommen nämlich direkt Guck mal, 5 reingeballert. Wahnsinn. Hä, was geht ab? Lello-Kick.
Und jetzt Level Look. Jetzt sind wir schon Level 3, siehst du das? Ach so. Wir haben schon Level 1 und 2, weil das so Dulli-mäßig war. Okay. Da haben, weil Krogi mein Geld will. Ja, ich bin halt ehrlich. Es gibt ja nichts anderes dafür. Außer ich investiere. Leute, ich habe viel investiert. So, ich hab, weil du reinvestierst alles. Ja, investiert, ja, genau, in den Stream. Ja, genau. Ich habe wirklich super viel Kohle ausgegeben. Wofür möchte ich euch noch nicht verraten. Walle weiß eine Tendenz. Der habe ich schon was gesagt. Aber es wird alles, also sag mal so, wenn das nicht in Japan steil geht. Ja? Safe. Da bin ich jetzt schon von überzeugt. Oder irgendwo anders. Oh, hier gibt's Enten. Ah, dann weiß ich auch nicht. Ja, sorry, ich war kurz abgelenkt. Ja, ja. Glaube ich auch. Das wird, also das Reinvestieren lohnt sich auf jeden Fall. Ja, immer. Also das, deswegen. Ich finde auch gut, dass du das, dein Studio ist unvergleichlich zu anderen. Wer will nicht Kohle? Ja, genau. Man muss das nur ehrlich kommunizieren. Hype Train ist da, wobei ihr supportet den Stream. So, jetzt haben wir erstmal N hier. Look at them. Scam Train. How cute are they? Ja, das ist Hammer. Für diese Ente würde ich sofort donaten. Ja, wirklich. Sag, wie es ist. Das sind sogenannte Teichenten, oder wie ich sie auch gerne nenne, Stani-Enten. Stani-Enten. Ja, aber das ist schon, also das ist natürlich ganz normale Ente. Die trinken so mega witzig einfach. Moin! Diese Sounds auch. Aber diese, ich glaube, die mit den grünen Häubchen, das sind die Männer. Das sind die Männer, ja. Und ich finde, oft ist es andersrum. Die sehen tatsächlich ein bisschen besser und graziler aus. Als die Frauen? Also ich würde die, wenn ich, wüsste ich das nicht, würde ich die für Frauen halten. Ja, nee, aber ich finde, das sind halt Stockenten natürlich. Achso, stimmt, so heißt es. Ich hätte gar nicht Teichenten. Nee, Stockenten, ja, ist ja fast eigentlich derselbe Name. Ja. Stock oder Teich. Quasi das Gleiche. Weißt du? Und die Männchen, genau, die sind immer so schön angezogen. Ja, so kann man sagen, die haben ein gutes Outfit an. Aber feinster Samt auf dem Häubchen. Aber ich glaube, die sind sehr aggressiv, die Männchen. Feinste? Ja, klar. Guck mal, sind sehr viele Männchen. Die sind zwar über ein paar Ecken mit Schwänen verwandt, aber Schwäne, sage ich immer, sind auch nur unsympathische Enten. Ja, ich meine, die können überleben, ne? Schwäne? Nein, Enten. Achso, ja. Enten sind die geilsten, weil, ich ja. sage euch jetzt, warum Enten die geilsten sind. Ja. Die können schwimmen, laufen und fliegen. Ja. Was gibt's noch? Was fehlt dir denn da okay, noch? Dann können, in Space können die nicht. Dann, okay. Dann können es aber nicht normale Tiere sein. Nee, glaube ich auch nicht. Dann sind das schon krasse Tiere. Das sind schon Alien-Wesen. Dann sollen das nicht normale Tiere sein. Vielleicht können die in Space. Enten sind schlauer als Menschen. Find das nicht gut, wenn du die Stockenten einfach nur als normal deklarierst. So, ja. Ich sag ja, das ist auch ein bisschen fies. Stani-Enten, sage ich immer, aber dass die das jetzt gehört haben, tut mir leid. Aber normalerweise mache ich das ja in meinen eigenen vier Wänden. Welche Enten halt ich übrigens am geilsten finde, sind Hausenten, so heißen die tatsächlich. Das sind diese weißen, das sind eigentlich die wahren Stani-Enten. Ja, ja. Und, haltet euch fest, googelt mal nebenbei. Süß-saure Ente. Flaschenenten. Süß-sauer. Flaschenenten. Ah, das kenne ich nicht. Das sind, die laufen, die haben so Hälse, die gehen so in die Luft. Ach, die sehen doch, unheimlich dumm aus. Ja, und doch, die laufen so. So, aber die haben ja keine Arme. Ja, stimmt. Und das sieht einfach unheimlich kotschig aus. Und es gibt so geile Doodle-Animators, die dann so Arme da dran machen. Ah, ja, ultra lustig. Oh, ja. Mega geil. Oh, ich liebe das. Ich liebe das. Auch mit so kleinen Sounds, ne? So, ah. Ja, genau. Enten sind zu dem. Na, ich weiß, ich kann Enten nicht essen. Weiß nicht, die sind zu süß. Ich will auch keine Tiere mehr essen, wirklich. Die sind alle so lieb. Ja. Mal ein Steak. Da habe ich Bock drauf, aber ganz selten und dann gönnt man sich das so von Herzen. So schön, ja genau. Weißt du, dann auch ein gutes. Ist geil. Ja. So, aber so jetzt, nee, komm, lass die Tiere. Mittlerweile, gerade 22, ist es auch sehr viel einfacher geworden, sich sogar vegan zu ernähren, weil die Supermärkte haben ja übelst aufgestockt bei so Convenience-Produkten, die dann aber eben nicht mehr nur auf tierischer Basis sind. Hab ich im letzten Jahr automatisch Progress gemacht. Es war gar nicht mehr schwer. Ja, ist echt nicht mehr schwer. Das war echt geil. Aber auch wenn du Aufschnitt isst und du willst vegetarisch nehmen, aber vegan, ist es easy peasy. Übelst. Und es gibt auch Sachen, die schmecken für mich 1:1. Ich habe jetzt so eine vegane Teewurst entdeckt. Ja, die schmeckt genauso wie schmeckt Teewurst. Alles geil. Und wenn man ehrlich mit sich ist, Teewurst an sich ist ja schon übelst ekelhaft. Ja, klar. So. Das ist zermalmte Scheiße. Ja, es ist einfach geil, dass die Tendenz so ist. So Leute, ja, guckt jetzt nochmal an, wo wir sind. Das ist schön planiert. Wir haben noch 34 Sekunden für Level 4, wollt ihr mich verarschen? Walle ist gerade zu Gast und dem will ich das gerade schmackhaft machen, dass er auch mal streamen soll. So. Dass er selber auch mal die Karre anschmeißen soll. Genau. Und ich habe ihm gesagt, du wirst super rich. Und jetzt ist nichts mit rich werden, oder was? Ja, und ich will den Hype-Train hier verstehen. Ja. Ich will ihn richtig schnell fahren. Ja, da musst du halt da reingucken. Da siehst du hier 17 Sekunden noch, 81%. Vielleicht 3 Abos oder so. Komm aber nicht. Soon ist auch da. Oha, da kommen die. Casteria hat 2 Abos. Stark. Diese 2 Abos waren es. Die waren es. Danke dir. Danke, siehst du das jetzt? Das war mega. Ich würde Walle-Streams gerne schauen. Siehst du? Oha. Ja. Dankeschön. Und das, guck mal, ich sage auch, ich würde Walle-Streams auch gerne schauen. Ist so. Ja, das ist sehr toll. Da habe ich schon 2 Zuschauer. Ja, ach, du kriegst Rucki-Zucki viele. Ja. Glaub mir wirklich.
Walle für Team Rocket Beans. Ja, jetzt ist ja ein neues Jahr und da habe ich jetzt auch ein bisschen Energy getankt. Ja, das ist geil. Und so im Februar, März habe ich tatsächlich auch vor, das mal ein bisschen regelmäßiger zu machen. Ey, warum? Sowas habe ich schon häufiger behauptet. Verlasst euch hier. Okay, Walle, Mutprobe jetzt. Mutprobe? Mutprobe. Da bin ich immer voll. So, wir gehen da jetzt lang. Da über die Mitte, wo die Ente lang geht. Oh, das finde ich cool. Mutprobe, ey. Na, guck mal, was ist er hier? Ist das ein kleiner Haubentaucher oder was willst du sagen? Warte mal. Moin, was sind Sie? Nee, das ist ein anderer. Das ist kein Haub. Nee, das sind die nicht, ne? Die sind, aber das ist, der ist ziemlich special. Das ist special, aber das ist kein Haubentaucher. Wisst ihr das, Chat? Der hat so eine eigene Farbe. Ja, die können das ja mal bestimmen. Und das ist auch sehr klein, das Gerät. Das hier Gerät. Also wirklich traurig auch ein bisschen, ne? Der hat jetzt ja gar keine Buddies. Der ist hier nur mit einer anderen Spezies quasi unterwegs. Ja, das ist so wie so ein Broncho zwischen den T-Rexen. Eben, genau. Weißt du? Ja. Und er, Mann, ey, geht. Aber der ist spielerisch unterwegs. Der spielt ja mit seinem kleinen Stock. Ja. Das sieht total funny aus auf jeden Fall. Gut, dann jetzt... Die heißt Schwimmente. Die Probe. Es ist Schwimmente. Okay. So. Die Schwimmente. Ja, Schwimmente. Also jetzt machen wir es so. Also erstmal werden wir sehr nass. Es ist sehr rutschig. Also, hast du teure technische Geräte im Rucksack? Nein, aber ich will... Schon. Aber okay, das ist ja gar nicht schlimm. Das ist ja gar nicht schlimm. Okay, Chat, aber jetzt müssen wir den Chat baiten. Ja. Weil, guck mal, das ist natürlich oberst reißendes Gewässer. Es ist reißend. Das ist wirklich lächerlich. Strömungen trotzdem, hier sind unglaublich. Trotzdem will ich sehen, wie du... Wie geil sah das denn aus? Trotzdem... Ich spiel's auch, hoffentlich habt ihr das auch gesehen. Das war voll der Pro-Move. Ja, wirklich. Aber kommen die auch wieder zurück? Nein, niemals, oder? Irgendwann sammeln die sich alle im hinteren Bassin. Genau, da wird's immer voller. Irgendwann hunderte Enten. Ja, aber das Geniale ist ja, die können ja wieder hochfliegen. Also... Das macht die so krank. Jetzt, Walle, traust du dich das? Würde ich machen. Ja? Ich guck mir das an, ne? Also ich riskiere schon mein finanzielles Leben, weil ich habe hier 1000 Euro. Drin. Oh, warte, wir haben gerade hier Claire ist da. Grüß dich, Claire. Claire kann nämlich als Mod fungieren. Ach, klar. Claire, kannst Soon kann ja auch als Mod fungieren. Soon, das vergesse ich immer bei dir. Du bist ja immer so selten da, aber Soon ist halt überall Mod. Der ist überall, Der wird auch bei dir sofort Mod sein, wenn du einen Stream machst. Der ist schon Mod. Ach ja. Also for real. Ich glaube, ich habe den als erstes so, ohne ihn auch zu fragen, einfach so Standard aktiviert. Geil. Könnt ihr den Titel anpassen? Weil da steht noch irgendwie Ofenputzen oder so. Könnt ihr irgendwie schreiben, erster Stream 2023, erstmal mit Walle spazieren gehen. Das wäre schön. Hat Claire schon lange gemacht, alles klar. Stark, okay, ja, okay. Geil. Walle, Mutprobe jetzt. Okay. Mutprobe in Hamburg. Also. Du bist mutig. So, gucken wir jetzt an. Okay. Doch, schaffst du. Risiko. Ja, Chat, schafft er es oder schafft Hype Train, Leute. Wenn er es schafft, muss der Hype Train explodieren. Schafft er, ist krank, oder? Ist krank. Alles für. Walle, das war schon krank. Das war schon krank. Okay, warte. Wenn du auf der anderen bist, kann ich nachrücken. Das ist wie beim Klettern. Das ist wie beim Klettern. Das ist krank. Aber hier ist mehr Wasser. Guck dir mal diesen Strom an. Warte, ich muss näher kommen. Der weht mich, der schwimmt mich runter, du. Ich muss näher kommen. Pass auf dich auf, Junge. Fass das hier an Sicherheitskette. Ja, alter Schwede. Boah, ist das Wasser hier tief. Du bist gleich übermütig. Seht ihr das? Warte, nicht reinfallen. Oh Gott, ist das dumm. Ist das dumm. Das ist sehr dumm. Okay, und wie war's? Nasser. Nasser, aber die Strömung ist nicht so stark, wie man denkt. Ja, okay. Okay, soll ich dann weiter? Ja, geh weiter. Ich filme erst nicht, dann komme ich. Die Enten lachen dich aus. Ich glaube auch. Okay, war das mal krass? Das ist ein bisschen wie bei Dark Souls, weißt du? Der Hidden Path. Ja. Das ist der Hidden Path, Walle. Und es gibt auch nur einen Try. Ja, es gibt echt nur einen Try. Ja, das war geil. Stark. Alter, Ehre. Ich bin so mutig, Alter. Yes, Mut. Ja, das wollen die Leute sehen bei Twitch. Ja. Deswegen schalten die ein. Die wollen sehen, was abgeht. Ich glaube, die würden sich sogar wünschen, dass es noch gefährlicher ja, wird. Ja, die würden genauso so Beile, die von oben runter regnen und so. Ja, sowas. Clap. GG. Dankeschön. Ja, aber wenn es wieder warm wird, müssen wir mal wieder so eine richtig aufregende Action machen. Ja. Oder gehen mal, weiß ich nicht, irgendwie fahren 2 Stunden Auto und fahren eine Runde Seilbahn oder sowas Cooles. Das klingt rentnermäßig, was Geileres. Guck mal, wie lame die jetzt einfach darauf gehen. Das wollten wir auch machen. Halbzeit haben wir geschafft, Leute. Vielen Dank. Wir haben es uns einfach nachgemacht. Ja. Vielen Dank für die Halbzeit. Das ist ja aber der Weg. Guck mal, das ist der ganz normale Weg jetzt. Hallo. Das ist der ganz normale Weg. Guck mal. Lass uns zumindest den langen Weg einmal gehen.
okay. Aber, das ist wirklich lame. Anfänger. Nee, das ist für. Noch nicht mal mit Strom. Weißt du, was das ist? Das ist für Danger Rentner. Das ist was für Danger Rentner. Ja. Das ist nichts so. Die Ente mal hier. Schockente. Guck mal, die ganze Posse fährt jetzt wieder zurück. Die fahren jetzt wieder zurück. Weißt du? Ey, wir müssen die mal im Auge behalten, weil vielleicht zeigen die uns ja gleich, wie sie da wieder hochkommen. Alter, was ist hier los, ey? Die Krähen, Alter, Hitchcock, alle kommen sie. Die wohnen eigentlich auch in meiner Straße. Die fahren jeden Morgen ab. Wirklich, jetzt also, kommen die. Ich mag Krähen. Die wollen deine Augen. Die wollen nur deine Augen. Stimmt, die wollen an die Augen ran. Das ist doch furchtbar. Takeshis Castle, okay. Ja, komm, let's go. Boah, du bist doch voll am Sprinten. Komm mit, Walle, komm mit. Nein, nein, ist es egal. Die Leute wollen sehen, dass wir uns verletzen. Wo ist er? Da. Hier lang. Boah, der lange Weg, Junge. Der lange Weg, du willst es aber auch wissen, durch die Gefahr. Der lange Weg durch die Gefahr. Das ist... Die Leute. Ja, alle denken sich hier, what the fuck, die Alter. Die Leute wollen das. Aber es ist geil. Aber es ist halt real. Ich mache auch so, eigentlich mache ich solche Streams in Hamburg. Ist das Denzel? Das ist Denzel, ey. Oder Doppeldenzel. Hey, guck mal, die sind total verschmolzen oben. Alter, ist das romantisch? Das ist Kopfsex. Hans Martin. Das ist Hans Martin, Junge. Junge, Hans und Martin. Hans und Martin, genau. Oh nein, wir haben verpasst, wie die Ente da hoch ist. Sie ist jetzt plötzlich oben. Wirklich? Ja, guck mal, die ist da ganz hinten jetzt. Okay. Jetzt von ihrer Posse getrennt. Okay, warte, ich muss es euch zeigen. Ja, das ist aber ein bisschen weit weg. Keine Verletzung. Aber warte, zwei gehen jetzt hier vielleicht nochmal hoch. Wie machen die das? Gucken wir uns an. Okay, dann müssen wir nah ran. Da müssen wir nah ran. Das studieren wir. Wir sind Forscher jetzt. Jetzt gehen die hoch. Leute, die Enten wollen hoch. Da, die eine. Das, oha, oha. Die Girls von hoch. Wie machst du das? Oh! Sie ist gescheitert. Fail! Fail! Oh nein, oh nein. Next try. Oha! Oh nein! Oh, jetzt wird sie von ihrem Mann verlassen. Ja, aber sie hat auch Druck jetzt. Sie ist halt bei Twitch. Das weiß sie. Oh, sie hat es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Das war Happy End. Oh, und jetzt steht sie da aber auch kurz proud. Das finde ich gut. Ja, sie... Oh, wie sie mit ihrem Würzel wackelt. Würzel? Würzel heißt das Würzel. Hinten. Ende von der Ente ist der Würzel. Oder Entenarsch. Auch so genannt. Umgangssprache. Bürze oder Entenarsch. Ja, aber die Leute kennen ja meine Streams. Die erwarten auch so ein bisschen ungebildete Kommentare. Ja, die brauchst du auch, klar. Das ist sorgt für Unterhaltung. Sonst ist nicht real. So, was kann man hier noch machen? Nichts. Das ist halt auch Winter, ne? Da haben so Händen war ein Eisladen, der dazu. Hammer. Der Freundeskreis ist auch geschlossen, was auch immer das ist. Richtig peinlich, Erpel. Erpel heißen die? Die Männer, ne? Männers. Ja, Männers. Männer mit E geschrieben. Ja. Ich glaube, dass so ein männliche Ente richtig toxisch ist übrigens. Ich glaube, die sagt wirklich, Frau, komm her. Das, oder ich glaube, wirklich, sind toxisch. Das ist ja viel im Tierreich so, ne? Toxisch. Das ist ja einfach, da kommt toxische Männlichkeit her. Ja. Außer bei diesen Insekten. Insekten sind es anders drauf. Ja, so, es gibt doch die sich dann irgendwie, die haben Geschlechtsverkehr und dann fressen die sich. Dann fressen die Frauen das Männchen. Ja, genau. So. Aber also, kann man ja auch verstehen. Ja klar, weil die sauer sind. Ja genau, und du brauchst ja dann auch nicht für mehr. Ne? Da hast du guten Sex und ein gutes Mal. Das Hammer. Ist doch, was ist das für ein Premium-Paket? Was ist das hier eigentlich? Hier war mal so ein Springbrunnen. Ach, warte mal, wie haben die das Wasser abgelassen? Das haben sie leer gemacht. Guck mal, Leute, die lassen das Wasser ab. Und die ganzen Krähen. Das ist das Lichtspiel, das Wasserspiel. Ja stimmt, das sieht sogar wirklich manchmal ganz cool aus. Ja. Kann ich euch, wenn ihr Touri-mäßig mal hier seid, empfehlen, zieht euch das rein. Hä? Ist ja mega. Aber die Krähen feiern es ja komplett. Alter, die gehen ja richtig riot hier. Die Krähen sind übrigens auch sau intelligent. Ich habe aktuell, besteht mein YouTube Rabbit Hole aus Krähenvideos. Und mehr habe ich eigentlich nicht zu erzählen. Aber Menschen machen coole, ja? coole Tests mit denen. Okay, cool. Also so, Krähen können zum Beispiel Bauklötze viel besser als Kleinkinder in die richtige Form tun. Oder ich habe letztens ein Video gefunden, da hat eine Krähe eine Plastikflasche aufgesammelt mit dem Schnabel und die in den richtigen Recycling-Ding geworfen. Also die sind auf jeden Fall smart am Start. Smart am Start? Smart am Start. Smarter als wir Menschen. Wollen wir ins Hotel gehen? Können wir da einfach rein? Lass mal ins Hotelbar. Lass da oben. Schönen Mittagsmartini. Ja, lass uns im Hotel streamen. Was haben wir eigentlich für eine Uhrzeit? Weiß nicht. Aber ja, da habe ich Bock drauf. Hey, wir waren noch nie einfach so im Hotel. Nee, oder? Ich war mal alleine in der Hotelbar. Ja? Ja, weil ich wollte die Experience... Alter! Wow! Junge, was ist das für ein Bild? Warum gehen die denn alle gleichzeitig? Wie cool ist das denn? Ich weiß nicht, du hast sie verärgert. Ja, irgendwie, wow. Sie gehen alle in die Säule, was haben wir getan? Ist das krass. Ich hoffe, du hast sie gut eingefangen noch, weil das sah wirklich mächtig aus. Nee, ich habe gar keine jetzt gegriffen. Ich habe gar keine mehr gekriegt. Ich wollte die einfangen, aber ich habe das wäre cool. So einen langen Arm. So ein Street Fighter, so ein ganz langer Arm. Was ist dein Skill? Ich bin Gummimann. Ja.
Weißt du, das coole Motel? Ja, können wir mal ausprobieren. Ja, also ich würde es mal auschecken. Vor allem ist jetzt ja die Baustelle weg. Ich glaube, man kommt jetzt endlich wieder von Plantum Plum direkt zum Hotel. So, Leute, wir gehen ins Hotel. Der Plan muss sein, ganz da oben zu kommen. Das wäre geil. Ja, da wo auch bei unseren Championships war ja da so eine Disziplin oben drauf. Genau, wir brauchen eine gute Story. Mein Vorsatz für dieses Jahr ist einfach mehr machen. Weißt du, einfach machen, weniger hinterfragen. Das stimmt, kurz. Genau. Aber ich mag es gern so Pläne ein bisschen zu durchdenken. Nein. Aber nur auf dem Weg dahin. Ja. Nicht mit 3 Wochen Vorlauf. Schön, ganz oft spontan. Die sind richtig schön. Richtig schöne Tiere. Wir sind Ornithologen-Streamer. Ja. Und von da oben haben wir den viel besseren Vogelview. Ja. Das sagen wir einfach. Natürlich. Das finde ich eine Top-Geschichte. Da kann keiner was sagen. Hast du einen schönen Vogelnamen, den du da oben sehen kannst? Ja, ich finde, wir müssen ja irgendwie Kompetenz vorweisen. Ja. Ein Adler, ein klassischer Stadtadler. Nee, ich hab nichts. Ein Stadtadler ist gut. Was fliegt denn hier? Ja, ein Höhentölpler oder so, keine Ahnung. Boah, du kennst hier richtig aus. Ja, klar. Ein Höhentölpler? Hallo. Jetzt bin mir nicht sicher, ob es das gibt oder das ausgedacht ist. Das war der Wallensittich. Ja, schön, sowas könnte man einfach. Sowas. Ja, das finde ich gut. Aber wie doof, wie peinlich wird es, wenn das dann der übelste Hobby-Ornithologe ist. Ja. Und der dann sagt, oh, was wollen Sie mir eigentlich erzählen? Den Walensky-Adler, den gibt es schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Längst ausgestorben. Hier ist ein kleiner Fluss. Das ist cool. Was ist hier das denn hier so schön? Drehst du wieder um? Hier im Sommer ist auch mega geil. Da kann man nämlich immer mit so Pistolen, die sie jetzt abgebaut haben, mit Wasser auf so Bälle spritzen, die da drin sind. Ach, geil. Und da habe ich mich mal mit so 3 Kindern gebettelt. Ja? Verloren. Bist also öfter hier, ja? Ich bin öfter hier, ja. Das ist halt meine Hut hier. Das ist echt. Deswegen kannte ich auch die Entenposse. Das ist aber schön hier. Das ist wirklich ganz schön. Ne? Also jetzt natürlich im Winter immer nicht ganz so traumhaft, zauberhaft, bunt. Aber im Sommer ist das hier ein ganz stabiles Erlebnis. Ich mag, dass wir gesehen haben, wie die kleine Ente da hochgekommen ist. Fand ich auch toll, ja. Deswegen bin ich auch meistens hier. Sowas will ich beobachten. Ich bin Naturtyp, so wie du. Ja. Deine Eichhörnchenkumpels. Ja, die sind super drauf. Genau. Okay, Mutprobe. Weil Mutprobe. Darüber? Ja, hier neue Mutprobe. Ah. Ja, hier so, Dankeschön. Doch, weil eine neue Mutprobe. Ja, das ist aber auch nicht. Nee. Aber ist es rutschig? Das ist ja die Mutprobe. Ja, ist rutschig. Ich bin noch nicht gerutscht. Ist rutschig, muss man schon sagen. Ja, ist auch lame. Wir brauchen dünnere Stäbe. Ja, wir müssen irgendwo was Gefährlicheres finden. Wir brauchen mehr, um unseren Mut zu entfalten. Wir brauchen mehr Leute, die freiwillig das Haus verlassen. So wie wir. Ja. Ja, aber stimmt. Ja, wirklich. Wenn du wirklich auf dem kleinen Sofa gerade sitzt, ne? Hast ein großes, vielleicht bist du Rich Kid. Hast ein riesen Sofa, weiß nicht, aus Lama-Leder oder so. Und dann ist es super kuschelig und siehst gerade hier die beiden Dullis, wie sie durch Blenden und Blumen laufen. Das ist doch Hammer. Schon geil, vor allem fühlt man sich ja dann, als hätte man was gemacht, als hätte man mitspaziert. Ja, ich finde es auch richtig geil. Leute, wir wollen jetzt ins Hotel. Wir wollen ins Hotel und ganz nach oben. Das ist der Plan. Ich frage mich, wie lange wir brauchen, bis wir rausgeschmissen werden. Aber sag einfach, deine Tante hat ein Zimmer da oben. Ja, aber dann können wir auch einfach zum Aufzug gehen, so als wäre es so selbstverständlich und einfach drücken. Ja, wir sagen ja auch nichts. Ach so, nice. Nein, nur wenn jemand fragt. Erst haben wir aufgehalten. Ja, klar. Hä? Das ist doch klar. Aber, ja, nee, ich glaube, das fliegt zu schnell auf mit der Tante. Das ist so eine sehr einfach zu identifizierende Lüge. Weil dann fragen die, auf welchem Zimmer, dann erfinde ich eine Nummer und die gibt es dann vielleicht immer nicht mehr. So, weißt du, irgendwie sowas. Na, ich meine, so, wenn jemand fragt, ist ja eh klar, dann hat man schon verloren. Ne? Ja, also du musst. Ja, wobei, man kriegt das, ich habe da auf der Gamescom auch lustige Sachen gemacht. Und die Karte könnte ja auch nur mit, also der Aufzug könnte auch nur mit Karte klappen. Das kann auch sein, stimmt. Ja, dann müssen wir vielleicht jemanden fragen, ob der uns mitnimmt. Weißt du, irgendein Gast, dem das eigentlich scheißegal ist. Ja, das ist gut. Das ist schon mal nice. Das ist schon mal sehr nice. Zu offensichtlich ist immer die beste. Zimmer 404, das ist gut. Das ist gut, 404 gefällt mir. 4. Stock wahrscheinlich, ne? Wir wollen dann nach oben. Aber egal, auch erstmal drin sein. Wir sind jetzt schon krass früh. Ja, guck mal, wie hoch wir sind. Guck dir diesen schönen Himmel da hinten an. In der Ferne. Wir sind die Klempner und wollen ein Rohr verlegen. Ja. So sehen wir aus, der typische Handwerker-Kluft, wenn wir hier an. Hier. Das ist noch von meinem letzten Einsatz. Rohr verlegen. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Richtige Handwerkerschuhe hast du an. Ja, total. So. Gehen wir richtig, Walle? Weiß ich nicht. Ich weiß nämlich zum Beispiel nicht, was ist das denn hier für ein Gebäude? Ich war noch nie hier. Ich habe das noch nie gesehen. Also hier war ich auch noch nicht. Ich war noch nie in Hamburg. Dahinter quasi. Ey, das sieht aus wie eine neue Mutprobe. Das ist das machen die da hinten auch. Alter, neue Mutprobe. Boah, mach sofort. Walle, mach sofort. Ist das schwer? Das ist voll rutschig. Das ist schräg, Das haben die extra gemacht. Fällt er nicht runter, das ist extra schräg. Oh, jetzt wird's gefährlich, Junge. Ja, ne? Ja. Also ich film's von unten, damit man die Gefahr sieht.
Und bist du ja safe? Jetzt bin ich richtig safe. Bist du auf der Mitte? Ja, jetzt gehe ich in die Mitte. Okay, ja, ist geil. Okay. Jetzt plötzlich habe ich Angst, ich weiß auch nicht warum. Ja, aber ist egal. Egal, dann bleib da oben stehen, mach coole Moves. So Dark Souls-mäßig. Praise the Sun und so. Das ist cool, oder? Ja, das ist das Coolste. Ich freue mich schon mal. Das ist einfach nur. Weil es reicht schon. Ich komme doch hier nie wieder runter. Ja, das stimmt. Du kannst jetzt einen coolen Move machen. Ja, das ist ja nur Hammer. It's Spider-Man. Praise the Sun. Weil ich will auch mit drauf sein. Das ist ziemlich cool. Das ist ein cooles Bild für Thumbnail. Was? Da. Hey! Ja, es ist Hammer. Nice. Gehst du jetzt gerade rüber oder rückwärts? Oh, ich weiß nicht. Ich will hier nicht runter. Ja, dann musst du rutschen. Das ist viel anstrengender, als ich dachte. Fall ist richtig danger. Und das Geile ist, es gibt... Das komm ich nicht mehr weg. Doch, klar. Du weißt, wie ich wenden soll. Ja, komm, ich gehe jetzt schon komplett drüber. Jetzt geht er ganz rüber. Er ist auch, glaube ich, Flucht nach vorne ist immer gut. Immer Flucht. Weißt du, ich rufe so seit die Feuerwehr, Walle. Ja, bitte. Ich habe mein Kätzchen verloren. Was habe ich verloren? Mein Kätzchen. Oh, die Leute fragen, ob das ein Arbeitsunfall wäre. Nee. Nee, ne? Weil du bist ja offiziell auf dem Heimweg nach Hause. Ja. Ab wo? Dann ist es vielleicht doch Arbeitsunfall. Weil du kommst gerade von der Arbeit. Doch, bin mir nicht sicher. Ah gut, das ist natürlich ein bisschen dumm, was wir machen, aber... auf der anderen Seite, da stand kein Schild, dass man nicht drauf soll. Das ist richtig. Ja, wirklich. Auch nicht Eltern haften für ihre Kinder. Direkte. Okay, wir dürfen keine Scherze machen, erst wenn du wieder. Ja, bitte. Wenn du unten bist. Ich bin erst später. Guck mal so. Krankenhausstream. Das sieht so erbärmlich aus. Ja, ich weiß. Sieht so erbärmlich aus. Aber ich find's geil, Walle. Es ist schön, dass du das nochmal sagst. Ich find's geil. Es ist geil, was du da machst. Du bist halt ein Freeclimber. Ja, so ein Spagat kriegst du nicht hin, das ist klar. Ich glaube, das sieht wirklich super wärmt hier aus. Ja, was machst du jetzt? Jetzt kommt gleich... Hubschrauber kommt schon. Also ich bin wie so ein cooler... Wie heißen die? Parkour. Aber was machst du gleich? Was machst du gleich, wenn deine Beine weiter auseinander gehen? Ja, okay. Also ich will nur sagen, du musst es. Schaffst du es bis zu dieser Platte breitbeinig? Weil von hier kannst du safe springen. Okay. Jetzt wird es schon schwer. Ja. Wirklich? Das ist doch so anstrengend im Oberschenkel. Weiter kommst du nicht aus der. Du könntest auch da schon springen, so hoch ist es nicht. Also ist jetzt. Es ist jetzt. Deine Hose reißt gleich. Das wäre auch so Hammer. Da, nein, das wäre aber so Hammer, wenn du einfach hier so breitbeinig runtergehst. Das wäre geil. Ich hab's gleich. Ja. Das ist gar nicht so rutschig, wie ich dachte. Nee, natürlich nicht. Du bist ja hochgekommen. Ja, aber schräg fuckt halt ab. Ja, klar. So, wollt ihr einen Sprung sehen? Ja, den Sprung des Jahrhunderts. Ja, auf jeden Fall. Ein krasser Parcours, Leute. Ja, ich will's sehen. Ich will Spider-Walle sehen. L-L-E. Du Spider-Walle. Oh Gott, war das anstrengend. Clap, geil. Oh. Ehre. Hoffentlich sah das so lächerlich aus. Das sah super aus. Das war einfach nur krass. Eine gute Show. Das war einfach wirklich. Leute sind in den neuen Stream gegangen. Also viele Leute, die noch nie da waren, haben gesagt: Alter, ist das der krasseste Shit Deutschlands? Ich hier beim dicksten Parcours-Streamer Deutschlands. Wirklich, Walle Ehrenmann. Hier, hat schon Zuschauer gehabt. Unangenehm. Was ist das? Das sieht aus wie so eine Art Mischung aus Flughafen und Bahnhof. Aber so typische Flughafen. Aber geh rein, wo ist das? Karte? Ist hier auf? Natürlich nicht. Wo sind wir denn? Scheiße, was ist das hier? Wo sind wir denn gelandet? Ich weiß, was ist das, Chat? Was steht da hin? Saal 1, Parkett. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Eine kleine Oper oder eine kleine Philharmonie vielleicht? Eine ganz kleine Oper. So eine Hosenoper. Eine Taschenoper. Ja. Das ist eine Messehalle, schauen die Leute. Wirklich? Was? So sieht das von hinten aus? Ein Kongresszentrum wahrscheinlich. Ich schau mal auf Google Maps. Da ist die Tür auf. Ja, Hamburg Kongress.
Okay. Wir sind so, weißt du, du kennst doch bei der Gamescom im Pressebereich, wenn du oben bist. Ja. Die sind Terrassen, da sind auch so Säle mit Vorträge. So was ist das hier von der Hamburg Messe? Ah, okay. Die ja gegenüber da ist, hier beim Heinrich-Hertz-Turm. Ich wusste nicht, dass es hier so schön ist. Ich wusste das auch nicht. Also hier im Oh, was haben die denn für eine Lampe? Guck mal, Leute, die Treppe da hinten. Heavy Rich ist der Mitte dieser City. Hey, das ist ja komplett krass. Ah. Hier kriegen wir aber auch direkt eine Treppe. Eine offene Tür. Eine offene Tür, das überrascht mich. Das war jetzt aber Zufall, glaube ich, oder? Ich glaube auch, die soll wahrscheinlich nicht offen sein. Egal, lassen wir auf. Guck mal, kannst du mal da reinfilmen, wie geil diese Megalampe da ist? Ja, das ist... Macht mich irgendwie... Das ist aber ein bisschen übertrieben, ne? Guck mal. Ja, kranker Flex, auf jeden Fall. Ich meine, wie viele Lampen gibt's? Alle. Schau mal an, Leute. Wie viele Lampen? Ach, da oben sind ja auch noch wie so kleine Sterne. Ja, wirklich. Kleine... Das ist ein bisschen zu viel Licht, muss ich auch sagen. Aber ist schön, aber ist schön. So drei Ringe hätten gereicht. Ja, schön ist es schon. Schön ist es irgendwie schon, aber auch übertrieben. Da vorne ist die Eisbahn jetzt auf oder zu? Da ist eine Eisbahn? Wusstest du das nicht? Nee. Da war ich schon mal mit Ian. Geil. Und Andy Strauß. Und Budi war da gerade dabei. Witzige ja. Kombo, das klingt nice. Das klingt lustig. Klingt nach Eisspaß. Ja. Du kennst nicht die Eisbahn? Nee. Ich weiß nicht, ob die auf hat bei 20 Grad plus, aber wir gucken mal. Das wäre auch absurd, weil in Hamburg haben super viele Schwimmbäder geschlossen. Oder zumindest nicht die Schwimmerbecken beheizt. Ja. Wegen Energiesparen und so. Ja. Und dann war ich in Köln über die Feiertage und da gibt es gefühlt 17 Eisbahnen, wo ich mir denke, ey, das ist doch viel, bei dem Wetter viel krasser, die zu bekühlen. Ja, das stimmt. Also was ist mit denen? Was ist mit denen, genau. Da müssen wir jetzt aber hier, da ist jetzt Dammtopf. Da müssen wir rechts. Wir müssen uns rechts halten. Ja, gucken wir mal. Aber hier wäre, glaube ich, das Hotel. Ne? Okay, das ist sehr hoch. Das ist sehr hoch, ja, kann man guck mal, das ist wirklich sehr hoch. Aber das haben sie übrigens alles renoviert hier. Das war noch Baustelle, als ich nach Hamburg gezogen bin vor 4 Jahren. Ah ja. Ja, aber Chat muss entscheiden. Ich habe keine. Besonders Hotel oder Eisbahn? Ihr entscheidet das. Die wollen bestimmt eh beides. Nee, eine Entscheidung hast du. Na gut. Hotel oder Eisbahn? Ich gesse nichts, weil das beeinflusst sich ja nicht. Also wirklich? Naja, Hotel. Okay. Kannst du das Problem, dass der Stream abbricht? Ach, stimmt, innen drin mit Connect habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, das könnte schwierig werden. Ja. Oder wir fragen in der Rezeption erst nach WLAN und also dann brechen wir ein. Wir brauchen für unser Zimmer noch WLAN. Stimmt, ja, dann sagt er aber auch Zimmernummer. Ja, was machen wir jetzt? Eisbahn, sehe ich da ein bisschen. Eisbahn sehe ich. Eisbahn. Ein Eisbaby. Ja, ich sehe Eisbahn. Komm, ab zur Eisbahn. Ab zur Eisbahn. Wir gucken mal, ob da überhaupt was geht. Ich war lange nicht Eislaufen. Hast du ein Messer dabei? Klar, das kannst du Leute dabei. Abziehen. Das ist immer dabei. Natürlich, geilster Move. Okay, Hammer, ja. Hat man, glaube ich, nicht so gut gesehen. Nee. Aber es wäre auch ein bisschen zu revealing, wenn ich all meine kranken Gewaltmoves jetzt einfach zeigen würde. Ist krank. Dann können sich nämlich die Ganoven darauf vorbereiten, wie sie das dann kontern. So, ihr findet den ersten Stream hier heute. Datum weiß ich nicht. 6. 6. 1. 23. Erster Stream auf diesem Kanal. Wie findet ihr den? Sagt's mal, Chat. Sagt's mal. Wie ist der Stream so? Ist Real Life geil? Ist das hier im echten Leben mit Walle rumlaufen? Fantastisch, gut. Gut reicht mir. Mittel wird mir auch reichen. Alles, ja, nur schon alles unter Mittel ist nicht geil. Wäre ich jetzt im Chat, würde ich schreiben, böse Kriminell. Ja, wir wollen der Durchschnitt sein, Walle. Ja, da fühle ich mich wohl. Ja, hier lang. Ja, nein. Hier ab Rinder wieder. Guck mal, hier bin ich noch nie weiter geschlendert, glaube ich. Das war meine Grenze, deswegen kenne ich die Eisbahn noch nicht. Ja, so. Fängt geiler an als 2020. Hier, 5,5 von 11. Die Hälfte ist gut. Ah, ja, ist doch stabil. Das ist stabil. Gut. Bin begeistert. Hauptsache, Walle ist dabei. Der ist doch dabei. Der ist doch dabei. Ja, Mittel. Was ist das? Tropenschauhaus gibt es. Musikpavillon, japanischer Garten. Von Eis steht da nichts. Aber wahrscheinlich, weil das nur temporär ist. Ne? Nee. Gibt es ja nicht ganzjährig. Oder aber ist das ganzjährig? Was sind denn da für Bäume? Ja, tropisch halt. Wie kommen die denn hin? Da drin ist krasser. Sweat am Start. Sweat, Baby Sweat. Ey, wollen wir mal in die Scheibe fassen, ob die warm ist? Ja. Lass an die Scheibe fassen. Die Real Diablo, vielen Dank. Ich glaube, weil man das nicht soll, ist hier noch so ein Exit-Zone. Hey, aber da kann man doch sau easy lang gehen. Glaube ich nicht. Meinst du, das schaffen wir? Das ist überhaupt keine. Das hält mich überhaupt nicht ab. hier, lass mal hier fühlen. Und ist warm? Enttäuschend. Doch, ist schon warm. Ja, doch, hier, fühl mal hier, die Stelle. Oha, die ist ein bisschen wärmer. Wenn du da... Ja, also es ist wärmer, glaube ich, als eine Scheibe sonst zu dieser Jahreszeit. Aber ich habe es mir richtig... Das ist doch geisteskrank warm. Geisteskrank warm finde ich ein bisschen... Was ist das hier? Aber wieso sind denn hier einfach... Da kannst du ja auch nicht rein. Also, da ist ja kein Platz. Da sind ja überall Bäume. Warum sind die hier? Mach die Fingerabdrücke weg.
Ach so, wegen der Polizei, ne? Ja, mach die Fingerabdrücke. Hier mit meinem schon ranziehen, ja, ja. Arme. So, jetzt alles safe. So, ja, noch sind wir hier in der verbotenen Zone. GG, GG. Geil gemacht. Geil. Guck, hier ist auch eine Gleiter. Ja. Aber das sind schon schöne. Sind schon schöne. Das ist schon schön. Guck, hier ist Blatt, das ist schon ein schönes Blatt. Aber warum ist es hier? Das aber kann man ja überhaupt, da, da ist eine Bank. Hat aber nicht auf. Achso, da ist ja echt ein kleiner Weg drin. Ach, cool. Ah ja. Aber sind dann da auch wilde Tiere oder nur wilde Pflanzen? Was für Tiere erwartest du in so einem? Affen zum Beispiel. Nee, Affen sind da unten drin. Also da steht ein Schild. Oder, weiß ich nicht, so ein Tapir oder so. Unser Eichhörnchen Humboldt, ich wohne hier, siehst lebt du? Hier in den Schaugewächshäusern. Nur zur Futtersuche verlässt Humboldt das Gewächshaus und schließt sich wieder zurück. Humboldt ist nicht eingesperrt. Humboldt ist nicht eingesperrt. Hä, hey, aber wie geil. Das ist mega gut. Aber, cool. Gucken wir mal an, ist Humboldt sieht wirklich aus wie ein Fahndungsfoto. Ist Humboldt wirklich, ja, ist Humboldt wirklich nicht eingesperrt? Er sieht schon so leicht flehend betend aus. Ne? Ja, wirklich. Ja. Free Humboldt. Jetzt haben wir wieder eine neue Mission. Jetzt passiert immer eine neue Mission hier, es Leute. Ist der Wahnsinn, wirklich. Guck mal, das haben die aber auch nicht geputzt. Was ist denn hier? Das ist richtig räudig. Räudig ist das. Fliegt mal als Tropenhaus hier. So, haben die da auch noch ein Schild mit Humboldt? Wo ist Humboldt denn? Ja, wo ist er denn? Lass es dich mal befragen. Vielleicht stimmt das nicht. Ja, was sagst du zu deinem Schild? Ja, das stimmt das aber nicht, was die sagen. Botanischer Garten. Universität Hamburg. Humboldt ist auf Freigang, ja wirklich. Hier siehst du noch andere Leuchtträger, die Kamera. Eisprinzessin, willkommen, das ist für uns, Junge. Ja, das Eisarena, da müssen wir hin. Das ist hier um die Ecke, oder was? Jo. Geil. Okay, hier ist aber richtig Desert. Geht aber nicht. Desert Valley, Sam. The Hamburg's Part, this is the Desert Valley Party of Hamburg City. Weißt du, aus irgendeinem Grund sehe ich Nils da drin. Dass Nils da so staunend ja, durchgeht. Ne? Nils ist wirklich doch so ein Typ für sowas. So. Ja. Der geht auch gerne ins Zoo. Guck mal, die hängen durch. Ja, die haben ein kleines Problem. Aber ist schon schön. Schon schön. Ja. Leben die wirklich, die Kakteen? Walle, leben die wirklich? Ich glaube, das sind keine Pflanzen. Das nee. Das ist ein komplettes Naturscan-Produkt. Aber hier ist, guck mal, hinten sind die Großen. Und hier macht die Uni ihre Versuche, ja? Ach so, dafür ist das. Okay. Guck mal, dieser Hängebatzen da, der aus diesem. Weißt du, was ich meine? Also hier dieses, wie nennt man das? Oh ja, Hängebatzen. Ja, ich finde das schon ein gutes Wording. Ich finde das hier einfach beeindruckend aus. Tropical Island. Alter, hier kannst du. Jetzt kannst du Plants machen, Zombies kannst du hier machen. Ja, voll. Real. Ich sehe das für dich. Guck mal, die Kakteen da hinten. Die haben abgeschnitten. Nee, die haben Mord begangen. Das wahrscheinlich, ja. Deswegen auch dieses Absperrband. Das ist doch so ein Flatterband von der Police. Ja. Crime Scene. Wer war es mit der Kakteen? Mit der Kaktus, Mensch. Das war bestimmt Humboldt. So als stiller Hilfeschrei. Da kann jeder rein und sogar umsonst, schreibt Rorschach. Echt? Ja, aber jetzt haben sie zu. Es gibt halt keine Eingänge. Guck mal, die Treppe ist auch nicht in Stand. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Also ich meine, Walle, dass die Eisbahn, die ist irgendwo da. Ja, die finden wir. Die ist irgendwo. Ich bin davon überzeugt. Die ist irgendwo. Da. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wir sind schon hier, wir sind fast hier am Rathaus oder wie die. Nee, nicht Rathaus, nee. Das ist woanders. Nee, wie heißt denn die Nummer hier beim Gänsemarkt? Haushalt. Dieses schöne Gebäude da, meine ich. Ich bin Architekturpro. Wir müssen am Knast vorbei. Hier ist ein Knast? Ja klar, wusstest du es nicht? Nee, ich weiß ja nichts. Hä, wo warst du in deiner Jugend? Wo hast du deine Jugend verbracht? Ich habe viel gezündelt. das weißt du. Also ich habe es gerade noch mal um den Knast rumgeschafft. Ich hätte da längst reingemusst. Eisbahn ist da wo kalt. Hier ist auch wieder schön. Ne? Ich finde das hier wirklich ganz schön. Guck mal, wie schön das aussieht. Warte. Ja. Ja. Ich bin gerade ein bisschen traurig, kein Spiritus dabei zu haben. Also nicht zum Saufen, sondern um ein kleines Feuer hier zu machen. Ist ja Winter, ist ja nicht gefährlich. Folgen Sie für mehr Lifehacks diesem jungen Mann. Ich streame ab Februar Brand-Content. Brand-Content ist geil. Ja. Aber ich freue mich so richtig auf meine Sachen, die bald bei mir im Stream abgehen. Also es ist ja nichts Großes, nichts Großes geplant. Nein, nichts Großes geplant, aber ich verändere mich. Endlich. Ja. Endlich verändere ich mich. Mehr Nacktstreams. Ja, naja, kann man ja. Kann man ja auf anderen Plattformen. Das wird so schön. Das wird toll, ja. Ich freue mich darauf. Ja, Pyrowalle ist geil. Pyrowalle, Pyrokrogi, das ist eine gute Kombi. Ich spreng auch so gerne Sachen in die Luftwalle. Auch, also wir sprengen auch toll. Ja. Aber ich mag die reine Flamme. Ja.
Du sprichst wieder Dämon, Alter. Ja. Liebe die Reine. Pyro ist ja auch jetzt direkt ein Verruf seit dieser Silvesternummer. Wenn du jetzt sagst, ich bin Pyromane, dann sagen die direkt, sind sie die, die die Einsatzkräfte abgeschossen haben? Ja, komm, ey. Das ist wirklich krank. Das ist krank. Das, was da abgegangen das hat ist. Aber nichts mit, das hat nichts mit dem Pyro. Nein, überhaupt nicht. Man kann das friedlich für sich machen. Ja, das will ich nicht. Nee, also, will ich auch nicht. Kannst du es haten oder nicht? Ja, Pyrotechnik. Das meine ich nicht. Das will ich auch nicht zur Debatte stellen. Aber dass da Rettungskräfte darunter leiden, hat gar nichts mit dem Pyro zu tun. Nein, natürlich überhaupt nicht. Du kennst doch unsere moderne Welt. Wenn du auf Twitter schreiben würdest, hey, ich gleich stream, ich mache ein Feuer, dann würden da direkt meine ganze Bubble drunter schreiben, lass die Feuerwehrmänner in Ruhe. Ja. Oder irgendwie sowas. Obwohl du das gar nicht vorhast, die zu attackieren. Hallo Top Gear, grüß dich. Hallo Turi. Hey. Ja, weiß nicht, ey. Also. Aber ich spreng schon gerne mal ein bisschen was in die Luft. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja, ich mag das auch. Ja. Das macht ja auch einfach. Macht Spaß. Also, mal eine Garage weghauen oder so. Boah, Alter, ne? Wie bock ich immer als Kind schon hatte, ein Gebäude zu sprengen. Also, Walle. Den Satz kann ich nicht unkommentiert stehen lassen. Ja. So wie du Sprengmeister. Ich meine, eins, was, wo keine Menschen mehr drin gehen. So, ich bin fein raus. Was wolltest du mir zeigen? Neue Mutprobe. Neue Mutprobe, guck mal. Boah, das ist voll hoch. Alter, das ist richtig Dark Souls-mäßig. Ach, krank. Guck mal, das ist richtig Dark Souls-mäßig. Ich kann voll die Jump-Attacks runter machen. Hält das uns aus? Das sieht irgendwie fragil aus, ne? Aber glaube ich nicht, weil... Ich glaube auch nicht. Das ist Beton. Guter 80er-Beton. Der ist robust, der hält Jahrhunderte. Ey, Chat, was ist... Sollen wir das ausprobieren? Chat kann nichts mehr sehen. Weiß nicht, Walle. Ja. Also, ich bin jetzt hier drin, ne? Aber ich würde sagen, wir holen uns noch so einen Erpel dazu. Der zeigt uns, wie es geht. So, gehen einen Schritt, den ersten Schritt probieren wir aus. Guck mal, was hier für eine Bracke drin ist. Alter, ist das ekelhaft. Das ist hier wirklich so ein Milchwasser oder so. Hey, das ist aber, das ist ja widerlich. Wie nennt man das? Ist das rutschig? Geht. Ist nicht so rutschig. Geht. Aber was machen wir, wenn wir ganz unten sind? Egal, gucken wir dann. Immer erst danach nachdenken. Das ist unser Dark Souls, Walle. Ja, übel. Wir können nicht springen, wir können nur abrollen. Roll dich ab. Vielleicht bei besserem Wetter. Roll dich jetzt. Hier ist ein bisschen Schmodder. Hier ist Schmodderigkeit. Ja. Komm, wie tief wir schon sind. Ich muss sagen, das geht schon ganz gut. Spring extra sicherheitsmäßig. Ja, zeig doch mal, wie springt man sicherheitsmäßig. Ja, also, weil ich will ja nicht nach dem Aufprall will ich nicht so wegrutschen. Ja. Das heißt, ich springe mit beiden Beinen. Ja. Das ist der sogenannte Omsen-Sprung. Ja, Omsen. Das können die Knie von Omsen. Ey, Leute, macht mal Mutprobe in Planen und Blumen. Da seid ihr richtig jung, da seid ihr richtig fresh. Ich fühle mich wirklich wie 14. Damals hatte ich noch nur Spaß mit sowas. Ja, oder? Oh, hier ist schon rutschig. Pass auf, mach einen Omsensprung. Omsensprung. Und hier wird's jetzt. Jetzt musst du einen langen Sprung da machen. Langer Sprung, Walle. Also ich sag mal so, ich könnte bis da pinkeln, aber nicht springen. Nee, ne? Wenn man richtig Anlauf nehmen würde. Das würde man nicht schaffen. Das würde man als so ein Parkour-Dude halt schaffen. Ja, Parkour-Dude schaffen das. Oder ja, auch die Girls. Das. Oder? Ich meine, guck mal, einmal zum Größenverhältnis Walle angucken. So, Walle. Da ist die Kante. Das ist schon weit. Da ist die Kante. Da. Ist echt so. Ich bin einfach so ein Parkour-Dude. Aber ja, du müsstest halt genau die Ecke erwischen, ne? Das schafft man schon, glaube ich. Aber ja, aber es ist halt moosig, rutschig. Ich mach das mal bei warmem Wetter. Ich trainiere ein bisschen dafür, für die nächste Mood-Challenge im Sommer 23. Der Abschwung kann auch rutschig sein. Ich glaube, weißt du, was passieren wird? Wir nehmen Anlauf. Wir nehmen was? Mach mal so. Wie rutschig das ist. Alter! Du würdest drauf zulaufen. So machen und dann sofort nach hinten. Und mit der Fresse da drauf. Eieiei, du. Alter! Das ist ja wirklich schlimm. Junge! Guck mal, wie wir das hier reinigen im Prinzip. Geht. Also, ja, geht. Heftig. Okay, wir können nur noch da abjumpen. Ja, abgejumpt. Du hast es geschafft, du hast überlebt. Ja. Erster Überlebender. Aber ich finde, das war unser Real Dark Souls gerade. Also das war bisher das Mutigste, was wir gemacht haben. Ja, und das war... Weil du warst ja nicht auf der kleinen sinnlosen Brücke. Nee. Wie war das? Können wir jetzt auch hier lang. Komm, dann sind wir einen neuen Weg. Wenn das Leben uns neue Wege gibt, dann schlagen wir die ein, Walle. Also das ist wirklich ein lebensmüder Stream. Lebensbejahend vor allen Dingen auch. Sehr lebensbejahend. Einfach mal Dinge ausprobieren. Ja, das stimmt. Einfach machen. Weißt du? Leben. Bewegen. Ja, wirklich. Lass die Leute doch zu Hause sitzen. Weißt du? Ist der erste Stream in diesem Jahr. Ich sag's nochmal. Valentin Herre zu Gast hier bei Krogmann im Stream. Erstes Stream 2023. Spontane Idee gehabt. Einfach mal gedacht, komm, wir gehen ein bisschen spazieren. Was soll's? Ist gut für den Rücken, ist gut für die Beine, ist gut für den Verstand. Ist gut, so. Ist für alles gut. Bist ein bisschen draußen, siehst neue Sachen, neue Erkenntnisse gewinnen, weißt du? Ja, ey. Weil es ist einfach augenöffnend. Das ist gut, weil dann habe ich mein Bewegungspensum heute völlig random schon erledigt. Ja, völlig random ist das Beste. Aber. Ja, weil das ist ja ist recht spontan gestanden, so meine ich das. Ja, und ihr könnt dabei sein, wir suchen immer noch die Eisbahn. Und ich glaube, die ist aber gleich da, Walle. Die müssen da lang. Geht unten jetzt.
Da kann sie doch nur sein. Bin mir ganz sicher. Ich bin auch schon ein bisschen aus der Puste. Ey, das ist bestimmt im Sommer ein cooles Wasserspiel. Oh, das ist cool, ja. Wenn das funktioniert, das sieht ziemlich eingeschlickt aus. Aber nett gedacht. Das hat bestimmt vor 10 Jahren mal funktioniert. Ey, Weile, weißt du, was uns fehlt? Nee. Für diesen Stream? Noch ein Pool, so ein bisschen nackt sein. Ja. Und Glücksspiel. Stimmt. Also du musst doch Hütchenspieler werden. Ja, hier so an der Straßenecke. Das finde ich geil. Boah, das so ein Stream können wir machen. Hütchenspieler-Tricks und Walle, das finde ich richtig gut. Und ich bin dabei im Pool. Du sitzt so neben diesem Tisch, wo ich die Leute scanne. Ja. Und lachst immer. Nee, ich sage einfach, haben sie schon bezahlt? Genau. Haben sie schon bezahlt? Redelst dir so fächermäßig mit so einem Packen Fuffis dazu. Das ist sehr trustworthy. Oder die können bei mir Geld bezahlen, dass ich die mit einem Geldbündel schlage. Oh, ja, Geld bezahlen für einen Money Slap. Das machen mehr als du denkst. Glaubst du? Ja. Glaubst du, man ich war da mal in der Szene. In der Money Slap Szene. Ja? Ja. Das ist ziemlich wild da. Money Spank. Ja, genau. Das ist ja nur geil, Walle. Das ist geil, ja. Ja, das ist. Ich bin doch nicht freiwillig aus der Szene raus. Ja, Leute, das ist schön. Das ist der erste Stream. Ich sag, ich wiederhole mich jetzt. Ist mir egal. Erster Stream 2023. Direkt gutes Omen. Egal, wie lange dauert. Wenn es in, weiß nicht, egal. Ist geil. Ist schön. Wir haben Spaß zusammen. 2023 wird real. Ja, es war. Jetzt schon. Steht da Eisbahnwalle? Große Wallanlagen. Ja, was ist da oben. Steht's doch. Da Eisbahn, große Wallanlagen. Ja, ich muss wieder die Hand wechseln, Walle. Ja, klar. Ach Gott. So, Seven vs. Hamburg. Nee, aber da würde ich schon gerne mitmachen. Da hätte ich auch richtig Bock ja, drauf. Ja, ohne Scheiß. Ich liebe so eine Survival-Scheiße. Ich würde so gerne mal mich mit einer Krabbe länger unterhalten. Ja, Mann. Krabben sind übelst cool. Wirklich? Finde ich auch, ja. Übelst cool. Übelst cool. Erster Stream 2023. Ihr mögt das Chat, ne? Wenn man rausgeht, das aber mögt ihr. Ganz kurz, wir haben ja das in klein schon gemacht. Wir haben sozusagen den Trend gesettet mit dem Geogessen. Ja. Was war das für eine wilde Wald-Action? Gut, ja. Da sind wir dann wieder nach Hause gefahren. Aber stell dir mal vor, wir könnten da im Sommer ja einfach mal 2 Tage so zelten. Ja, das können wir machen. Aber ohne, wir haben auch nur so 3 Sachen dabei oder so. Nee, das finde ich gut. Aber was findet man bestimmt in so einem Vorstadtwald? Man findet da ja nichts doch zu essen oder so. Du findest da Autos, alles. Achso, du meinst Auto aufbrechen? Ja, klar. Ja, okay. Richtig radikal werden. Ja, stimmt. Radikal im Wald. Richtig durch den Stream radikalisiert, Walle. Das weiß ja jeder. Man ist auch, sobald man sozusagen obdachlos ist, dann darf man noch alles. Ja, klar. Das ist ja logisch. Ja. Hey, yo. Hey, yo, was geht ab? Frage? Ja. Gerne. Was abgeht? Ja, klar. Jo, was kann geht ich ab? Euch sagen? Jo. Alles, was nicht festgebunden ist. Das ist richtig. Nice. Das ist richtig. Gut, jetzt wieder Frage. Ja. Habt ihr eine kleine Stunde? Weil ich habe nichts dabei. Ich habe auch kein Papier. Kein Scheiß. Warum nicht? Ja, weil wir doch hier mit dem Handy unterwegs sind. Alles hier PayPal und so. Ey, cool. Ja. Das ist doch so. Wir sind fucking rich, Mann. Alles bei PayPal. Nee, leider nicht. Das ist ein alter Kollege aus der Money Slap Szene und der hat sein komplettes Money verslappt. Also, ja, der war sehr nett. Ja, der war sehr nett. Ja. Ach, das ist schön. Siehst du, sowas passiert, wenn man rausgeht. Sowas passiert nicht, ja. wenn du die ganze Zeit nur auf irgendwelchen weißen Seiten, du wie Schmuddelseiten unterwegs bist, warte. Ist so, ja. Man redet wirklich mit Menschen, ja, anstatt ihnen nur zuzugucken. Wobei ich auch sagen muss, er wollte es einfach auch nicht vorbeilassen. Nee, das war eine ziemliche Blockade. Eigentlich war das Abziehen. Eigentlich war das eine gewisse Phase. Ja, ich hatte auch Angst. Ich war schon so mein Handy so am raus und hier saß mein Handy. Nee, das war eine gewisse Weise irgendwie Abziehen. Und jetzt muss ich noch mal kurz was sagen im Stream, weil es ist mir wichtig an dieser Stelle, weil ich immer Angst habe, dass Leute denken, man ist ein Arschloch. Ja. Also, ich gebe gerne Leuten was. Ehrlich, sogar auch oft. Ja? Aber das war mir ein bisschen zu wild. Ne, das ist jetzt ja auch nicht so die Situation gewesen. Das nee. Auch noch dazu. Ja, ja. Also ich habe tatsächlich kein Portemonnaie dabei, aber ich habe kein Kleingeld. Ich hätte ihm schon was gegeben, nur ja, war es jetzt halt irgendwie keine geile Situation. Ich wollte es nur einmal kurz noch einordnen. Ich muss auch damit sagen, im Stream und so bin ich immer auch mehr ein Arschloch, weil ja, man ja schon so ein bisschen, man macht auch komische Jokes, ja, die man sonst klar vielleicht nicht machen würde und so. Das muss man vielleicht schon einordnen. Ich bin ein extrem langweiliger Typ, wenn die Kamera aus ist. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn das sein Style ist, dann muss er uns natürlich anquatschen. Also, ja, klar. Also deswegen klar, keine harten Feelings. Ist ja klar. Ich habe eine Mutprobe im Coming. Aber die ist, ja, die ist doch. Da wäre eine gewesen. Der kleine Mini-Streifen. Aber das war wirklich so, ja, genau, Hauchdünn. Ne? Heinz Harz, ey, vielen Dank. Komm, wir sagen, müssen wir tauschen, Malle. Ja. Seite tauschen. Heinz Harz, vielen Dank, ganz lieb. Nee, das mit dem langweilig stimmt nicht, Walle. Nein, das war auch nur ja ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ich meine,
Ich mache jetzt nicht ständig Mutproben, wenn ich spazieren gehe. Warte, wenn ich Mann. Alleine bin, das meine ich. Oh, das würde ich für mich jetzt nicht verneinen. Ach, du machst das manchmal? Ja, also ich bin alleine ziemlich, also das glauben Leute jetzt, aber ich bin ziemlich ähnlich natürlich. Okay, nice. Also, es gibt da nicht so, nicht so einen ganz krassen Unterschied. Natürlich ein bisschen mehr aufgedrehter, wenn ich weiß, da gucken ein paar Leute zu. Ja. Grüße euch. Hallo. Ja, was witzig ist, ich bin, sobald eine Kamera läuft, zu Sachen bereit, wo ich sonst direkt voll, also sonst voll die Ängste hätte. Ja. Eben damals auch nachts im Wald. Alleine würde ich mich da auch zu Tode fürchten und so. Aber irgendwie wusste ich, ey. Toll. Sind ja, die Leute sehen ja, wenn ich ermordet werde. Ich hab erst letztens was übrigens gegeben. An so einen Typ, der gefragt hat. Und das war fake. Der hat nämlich es gibt in Hamburg, das muss ich dir auch mal erzählen, da gibt es diese Obdachlosenzeitung, die kaufe ich eigentlich auch gerne. Ja, ja. Hinz und Kunz heißt die. Ja, die ist super. Und jetzt haben die so eine neue Masche, die Leute, dass sie Fake-Ausweise haben, die sind so ausgedruckt, okay. Aber verkaufen gar keine Zeitung. Also die sagen einfach nur, ich bin von Hinz und Kunz. Ach, krass. Und sie wollten das Geld sammeln, du kriegst aber keine Zeitung mehr. Aber ich gebe denen trotzdem Geld. Ach so, ja, okay, aber die sagen dann auch, wir haben gerade keine Zeitung mehr. Nee, du kriegst einfach keine. Kriegst du aber keine. Auch wenn ich die dann einfordere, muss ich mal ausprobieren. Ja. Nee, aber man kauft ja, gibt ihnen ja eh meistens kein Geld, wenn man die Zeitung unbedingt will. Sondern nee, wenn man klar. Eben weiß, cooles Projekt. Ja, genau. Das kommt an die richtigen Leute. Und wobei, so. Ich finde es schon interessant, was da drin steht. Ja, ich habe mir auch schon mal eine gekauft. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ständig einen suche, weil ich diese Zeitung wieder brauche. Das war eher mein Punkt. Genau. Also. Ja, aber weißt du was nicht? Also, muss ich nochmal, jetzt wird es vielleicht ein bisschen unsympathisch von mir. Was mir gerade bei ihm. Also ich habe auch kein Kleingeld. Ich hätte ihm auch 1 Euro gegeben. Ja. Wie gesagt, ich habe kein Kleingeld dabei. Hat man auch selten, muss man auch sagen. Ja. Was auch schade ist. Aber er war halt irgendwie ein bisschen weird von seinem Style. Aber egal, das ist halt. Ja, das ist. Ja. Es braucht schon irgendwie so ein Vertrauen von beiden Seiten, würde ich sagen. Dass man schönes Hansa-Pilz. Schönes Hansa. Hätte er dir das gegeben? Hätte er einen Hansa getrunken. Ach so. Dann wäre mein Vertrauen da gewesen. Hätte gedacht, ah, das ist gedacht der investiert in Hansa-Pilz. Der macht's gut. Wie, aber hat das jemand da im Chat gesagt, dass das unsympathisch war? Nein. Oder hast du es einfach antizipiert, dass Nein, das hat niemand geschrieben. Ich würde das nur denken können, wenn jemand in einer Situation ist und da so zwei Typen sieht. Einer läuft da mit dem Telefon durch die Gegend, labert irgendeinen Bullshit und dann nimmt er sich ein Herz und sagt, ey, habt ihr irgendwie eine kleine Spende? Dann ist das schon ein bisschen komisch, wenn man sagt, ey, ja, habt nichts. Weil meistens hat man ja doch irgendwas, aber wie gesagt, wir haben ja halt nichts. Und dementsprechend kannst du ja auch nichts geben. So, das ist alles. So, jetzt habe ich es erklärt. So, und da vorne ist die Eisbahn. Das siehst du schon. Echt? Ach, das ist was Blaues. Ja. Ah, Eis ist ja blau, stimmt. Das weiß jedes Kind. Oh, Skill Arena kommt zurück. Ja, wirklich, können wir schon mal ankündigen. Klar. Und zwar in 2 Wochen, Donnerstag in 2 Wochen. Am 19. oder so? Aber auch irgendwie 19. im Kopf. Ja. Jedenfalls der Donnerstag, der nah an dem 19. ist, wenn es nicht der 19. ist. Ja. Ja, das wird geil, Leute. Ich freue mich drauf, ehrlich gesagt. Das wird super. Vor allem, wir haben das noch ein bisschen mehr getuned. Wir haben nämlich, vor allem, du sagst sofort souverän, was ich meine ist nämlich. Ich war nicht dabei beim Call. Wir haben die Pre-Show verlängert. Und wisst ihr, was die Pre-Show ist? Wir gehen einfach essen. Wir haben die Essens-Geh-Zeit für uns verlängert. Wir wissen da lang was. Genau, wir haben einfach nur die Zeit verlängert. Ja. Wir haben das Essen-Geh nicht gänzlich neu erfunden. Nee, wir haben immer gesagt, okay, wenn wir eine Sendung machen für Rocket Beans, dann gehen wir in der Pre-Show einfach essen. Ey, weißt du, was ich schwach finde? Bräusche. Bräusche findest du schwach. Ja, Bräusche. Wobei, ich habe letztens in einem Burgerladen ganz edel gesagt, ich möchte diesen Burger mit Brioche. Ja. Und ich habe mich so gefühlt wie der übelste Bildungsburger. Bildungsburger. Ja, Burger. Ja. Jedenfalls, was soll ich sagen? Genau, kurz hier an Denzel. Ja. Ich muss ja sagen, er war ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir beim letzten Mal diese widerlichen Käsespritzen. Boah, waren die pervers. Und ich glaube, wir beide, also ich auf jeden Fall, weiß es safe, haben sich die wirklich reingewürgt und leer gemacht, damit man kein Essen wegschmeißt. Dem bin ich so fett geworden. Denzel, der diese Spritze haben wollte, das sieht man am Ende vom Stream, lässt die halbe Spritze dort. Ja, natürlich, Denzel. Und als ob der sich die kalt noch nachts reingepfiffen hat. Nein, wobei würde ich ihm schon zutrauen. Aber nee. Die Spritze ist bis heute da. Dann will ich nur sagen, das nächste Mal, wenn ich mich in Scheiße, die ich nicht will, reinquatschen lasse, dann zwinge ich Denzel das auch zu exen oder was auch immer. So ein schöner Lobster. Lobster in der Spritze. Oh Gott. So schön Vegetar. Geht ja voll was. Ja, Eisparty. Jetzt ist aber ja auch mit Malermusik und Mann, so. Das volle Programm. Du bist gleich in einer halben Stunde bist du pissvoll. Ja, geil. Das hatte ich an so einem Freitagabend gar nicht erwartet jetzt. Also habe ich heute nicht geplant. Einmal Uhrzeit bitte, Chat. Wie spät haben wir es? Einmal es wird doch langsam dämmerig, ne? Ja. Aber gut, ist da gut beleuchtet. Meinst du, wir dürfen das? Ja, ne? Hey, klar, ist darf öffentlich. Safe. Wir spielen 16:40, alles klar. 16:40. Dankeschön. Mach so gut, Sir.
Ja, okay, ich drehe die Kamera, das ist zu krass. Das ist zu krass, das müsst ihr jetzt sehen, worauf wir zugehen, was wir hier schon sehen. Wahnsinn. Alter, wie voll das ist. Das ist ja... Das ist Massen... Massenslide. Die übelste Traube. Massenslide-Karambolage. Ja, wirklich. Das ist ja... Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass um Anfang Januar quasi die Leute noch so gierig sind. Ja, das ist das neue Gym. Modernes Gym. Verstehe, okay. Alter Schwede. Junge, Junge. Nee, Spielplatz geht keiner hin. Das ist hier Schlittschuhfahren. Ja doch, der war auch gut besucht. Ich war kurz davor, mal kurz einen Schlenker zu machen. Ja gut, aber guck dir das an. Das weißt du, wie das aussieht? Kennt ihr das Video? Ich weiß nicht, ob das im Iran ist oder im Irak. Auf jeden Fall diese Männer, die so im Kreis tanzen. Das ist aus religiösen Gründen. Ja, genau. Das erinnert mich gerade daran. Ein bisschen, ja, das ist wie dieses mittlerweile Meme. Ja. Ja, genau. Wie heißt das? Ach, guck mal, das heißt Rinkomania. Wie dieses Rinkomania? Stranger Things Rollschuhbahn-Döns. Crazy. Stimmt. Gut. Ja, krass. Ist das ein jüdisches Fest? Weiß ich nicht. Kann ich aber nicht sagen. Weiß ich nicht. Rinkomania. Ich glaube, so hieß das in Stranger Things. Alter, voll. Ja, wild. Haben die vielleicht nur Rollschuhe an? Nee. Ja, aber diese Eisbahn, die muss doch völlig durchgeslidet sein. Lass oben, wie viele Leute oben hin und gucken. Rinkomania, Leute, das ist ja der geilste Stream. Das ist ja der beste Stream. Oder was passiert für ein geiler Spontan-Shit hier, den wir gar nicht geplant Anfang haben? Anfang des Jahres, Leute. Ich bin komplett überwältigt. Aber jetzt mal, hast du hier geplant, auch zu laufen? Nee. Willst du? Kannst du mal, ich film dich. Ja gut, dann laufe ich da alleine. Ja. Du musst ja erstmal ein paar Freunde hier machen. Eine Eisposse. Freunde machen vor allem. Da geht der Rare, muss ich mal anrühren. Erst die Zutaten habe ich nicht mit Freunde machen. Ja, Freunde machen und danach Vergliebe machen. Action jetzt. So, lass gucken. Lass mal gucken, Walle. Oh, das ist hier ein toller Sport, muss ich sagen. Das ist Hammer. Wow. Boah, die Lichter sind cool. Aber ich muss schon sagen, Chat hat sich richtig entschieden. Ja, also, muss ich auch sagen. Gute Wahl, Chat. Ey, guck mal, wie geil das Raytracing da auf dem Eis ist. Das ist echt reales Raytracing. Reales. Okay, aber wie viele auf dem Eis sind, das ist ja unnormal. Unnormal krass. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine volle Eisbahn gesehen. Ich hoffe es nicht, das wäre assi, aber ein kleiner Unfall. Ja, oh, da haben wir einen. Direkt draufhalten. Oh. Ich habe mir natürlich keinen Unfall gewünscht. Aber es ist halt so voll. Lustig wäre auch, wenn wir jemanden sehen, den wir kennen. Ey, du könntest dir Schlittschuhe ausleihen und ich sitze im Kinderstuhl, Walle. Ja, genau, das kann man machen. Stimmt, dann hast du die POV. Ja. Ey, das ist cool. Aber gibt's keine Musik hier? Ist hier nicht Disco? Das finde ich, aus der Ferne habe ich noch so Bass gehört, der wurde ausgeschaltet für uns. Ich dachte, wegen DMCA. Der hat das gecheckt, dass auf Twitch das alles problematisch ist. Ja, ist es wirklich. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich bin Shadow gebannt von meinem Drumstream. Glaube ich wirklich so, dass das einfach nicht mehr publik gemacht wird. Ach so, ja, das ist so gut. Ja, weil die Leute real bleiben, meinst du? Ja, so, jetzt weiß ich, wie du das meinst. Da habe ich eine ganz kleine Gruppe, die... Gut, da hast du nur so 50 elitäre Leute. Nein, das meinte ich nicht. Ich dachte, du wärst... Wir erlauben nur dir, Mucke zu streamen. Weißt du, was ich meine? Also ja, du bist ja raus aus dem DMCA-Claim-Game. Wieso habe ich das verstanden? Das Claim-Game. Das Claim-Game. Sind noch Schulferien bei euch? Ach, das kann auch sein. Also was will, das kann auch echt sein, ja. Ja, das ist einfach... Ich weiß, dass in NRW sind jetzt noch Ferien, aber in Hamburg kein Plan. Hier, wir gehen dahin, da können wir alles überblicken. Wie so Adler. Wie so wilde Adler. Wir schicken hier und tun Teil dein Erlebnis. Wir machen also genau das, was hier gefordert wird. Das stimmt. Ja, na klar, die leben davon. Die leben von Werbung. Ja. Leute, das ist der erste Stream 2023. Kollege Walle Herre ist da. Hier, was ist da los? Bunte Flächen. Oha, da müssen wir hin. Alter, ist das... Boah, ist das cool. Ist das 1, 2 oder 3? Ob du wirklich richtig stehst? Oh, das wäre nice. Ey, was sind das für Stations? Werden die Schlittschuhe wieder aufgeladen? Sind das Elektroschlittschuhe? Hä? Okay, Leute, da ist auch mega geil. Was machen die denn da? Ey, das ist ja, das ist hier wie auf dem Schulhof. Guck mal, die haben nur so einen Talkkreis da. Da hinten sind die Raucher. Hey, lass mal zu den, warte mal, machen die coole Sachen in diese Sachen? Also, ich weiß nicht, was soll denn das? Also ich weiß ja nicht, wozu das da ist. Oh, hier ist jetzt auch noch so Licht drauf. Disco-Schlitter. Ey, Chat, guesst mal, was diese Quadrate da hinten sind. Ja, die da, was ist das? RGB-Eis. Ja, aber warum? Ja, weiß ich nicht. Gaming-Eis hier. Gaming-Eis. Es ist aber schon geil. Schon geil, ja. Ist schon geil. Oder, also, aber guck mal, die Eisbahn ist doch völlig tramponiert. Die ist doch komplett kaputt. Die ist doch komplett Schrott. Das wird doch gar keinen Bock machen. Also, weil so, steht die ganz hier? Nee, ne? Nein, kann ja nicht. Ja, weil es gibt... Kannst du skaten im Sommer? Ah ja, okay, verstehe. In Köln gibt es auf jeden Fall auch eine Indoor, die wird dann, glaube ich, immer betrieben. Oder trainieren auch Eishockey-Vereine und sowas. Deswegen gibt es die halt. Jedenfalls machen sie da wirklich...
immer pünktlich zur vollen Stunde fährt halt 5 Minuten so ein Eistrecker drüber. Macht sauber, ne? Und das müssten die ja hier eigentlich auch machen, gerade bei diesem Ansturm. Doch, das ist Real Ice, Chat. Guck mal, das ist Real Ice. Siehst du ja auch, wie das da wegsplattert. Ja. Oha, fast das sind 10 Grad bei uns, ja. Ey, wie gut die das alle können. Normalerweise siehst du doch immer so Leute ständig hinfallen. Hier fällt ja keiner hin. Ich glaube, ich würde mich instant krank blamieren, wenn ich jetzt erfahren würde. Ja, voll. Real Ice. Real Ice, Real Ice. Ja, lass mal zu den Quadraten gehen. Ja, genau. Lass mal da weil das abgesperrt, das muss krass sein. Das muss echt krass sein. Das ist abgesperrter Bereich. Das ist nur was für die Pros, glaube ich. Entweder nur Pros oder absolute Noobs. Oder das stimmt. Eins von beiden. Nichtschwimmer oder Messerschwimmer. Es gibt auch immer so Skischulen mit so Kids. Wie schön ist das, die Eisschule? Die Eisschule? Ja, dann faszinieren da die Unfälle, Walle. Ja, glaube ich auch. Dann ist das der Place, wo du sein willst. Dann willst du da gucken. Jetzt muss ich mich wieder kurz distanzieren, dass ich normalerweise kein Arschloch bin, weil es jetzt so wirkt. Nein, bist du Walle auch nicht. Walle liebt Schadenfreude. Walle liebt Entertainment, das ist alles. Ja, das ist es. Walle liebt Entertainment, das weiß ich doch. Voll bei mir mit Walle, let's go. Boah, das ist ein cooler Format. Ich finde auch. Walle legt die Lakte tief. Ja. Das ist gut. Das ist, so, was machen die denn da? Warte mal, die machen doch was. Geh mal hier, Chat. Die Zonen, was machen die denn? Walle ist Entertainer, so ist es. Walle ist Entertainer. Chat, sag mal schnell, wo sind die Quadrate? Was machen die? Ist das ein Spiel oder ist das Bullshit? Also ist einfach nur Licht. Es kommt mir so angeordnet vor, dass ich denken würde, es wird Sinn ergeben. Ja, das sieht nach System aus, weil hier sind ja auch nochmal so Striche, die so parallel ausgerichtet sind zu den Quadraten. Wahrscheinlich ist das für Ice Races. Also weißt du, so 100 Meter Sprint oder wie man das nennt, nur mit Eis. Also dass du da startest, auch in so einer Hockposition und dann wird übelst losgeskatet und dann wird zuerst im Quadrat ist und vielleicht können die Quadrate so aktivieren oder messen. Ah. Weißt du, dass es dann düdel macht? Ja, dann weißt du, klar. Der Erste. Wie heißt denn dieses Spiel? Weißt du, wo man sich so anfasst? Wo man immer so unsichtlich berührt wird? Dr. Wilber. Nein, ah, nee, mit den Farben. Ja, ja, Twister. Twister, ja. Dann machen die Twister. Ja, Eistwister klingt richtig unangenehm. Oh, ich hab deine Kufe im Gesicht. Aber dafür habe ich deinen Arsch angefasst. Eistwister, das kann sein. Oh, es ist eine Raucherzone, ja. Das ist auch gut. Wie am Bahnhof, wo du in diesen Kästen stehen musst. Das wäre super lustig. Lass mal gucken, was der Eintritt kostet. Ja, lass mal schön. Jetzt haben wir Bock bekommen, ne? Ja. Lass mal gucken, was... Tu dich da in so einen kleinen fahrenden Eisbär. Nein, ich will nicht fahren. Ich will nur gucken, was es kostet. So, okay. Ich will nur gucken, was es kostet. Okay. Haben die Pommes? Ja, vielleicht auch, aber... Also ich habe eh kein Geld. Ich auch nicht. Wir haben beide kein Geld. Vielleicht kann man aber PayPal zahlen. PayPal. Oder irgendwie so. Karte halt, Karte. Oder wir leihen uns also was. Ich habe schon eine Karte, so ist es nicht. Achso, nice. Guck mal. Ja, also eine Karte habe ich, aber wie hätte ich den Mann in der... Wenn da, gut, wenn er ein Kartenlesegerät hätte. Aber, das hättest du noch fragen aber können. Das wäre Next Step. Ja, ja, wirklich. Und willst du dann aber so... Also, aber so wird das ja in der Zukunft sein. Weil ja, klar. Ist, ja, klar, das Bargeld, die Zeit läuft irgendwie jetzt bald ab. Du lässt die Handys connecten. Ja, ja, wirklich. Die, ja, das ist ja spannend. Dann haben die ein Halo hergestellt, die Handys. Oh, ja, ja, ja. Ja, und dann ist das so... Bisschen auch geil. Ein bisschen geil, glaube ich auch. Stell mir die Zukunft. Bisschen geil. Ja, bisschen, Leute, die Zukunft ist ein bisschen hier geil. Hier gehen wir mal runter. Ist das der Untergang? Ich glaube, das ist direkt zum Pförtnerhäuschen. Gut. Drüber aus. Chat, erster Stream des Jahres. Gib mal kurz Feedback. Ist das geil? Aber nicht so einen langen Text. Der Witz ist, wenn ich nicht jetzt hier mit dir spontan hingegangen wäre, hätte ich gerade eigentlich mein Zimmer gestrichen. Wirklich? Und das hier ist viel geiler. Für schnelleren Einlass. Fastlane haben wir nicht. Ach so, ne, hier geht's schon. Hier, ja, aber da sind ja die Preise. Eingang, wir müssen nur Preise sehen. Ja, wir können ja durch den Ausgang da so. Ja, genau. Der Monique Fox hat 5 Abos gestiftet. Vielen Dank. Stark, hier stehen die Preise. Preise, da müssen wir mal gucken. Was? 11 Euro? Und wie lange kann man dann fahren? Ja, wahrscheinlich den ganzen Tag. Aber warum gibt es denn eine 10er-Karte? Für 10 Tage. Oder für 10 Leute. Ja, das kann man. Guck mal, 2,5 Stunden Schlüsselverleih. Das Eisparty, ab 18 Uhr geht hier die Luzi, Junge. Fuck. Das ist ja komplett geil. Fuck, ist das geil. Oder wir leihen uns einen Schülerausweis, dann kommen wir für 9 rein. Hast du einen Schülerausweis? Ich habe bestimmt meinen alten noch dabei, aber ich habe mein Portemonnaie ja nicht dabei. Weil ich habe wirklich noch Sachen, als ich 16 war, immer noch in dem Portemonnaie, weil ich es nie aussortiert habe. Ist ein bisschen peinlich. Ey, aber das ist auch krass. Die Lauflernhilfe. Ach, die kostet Geld. Pro Stunde 3 Euro. Ja, 3 Euro geht. Tagesschließfach. Eis Arena.
Ach, deswegen findet man die Bären da wahrscheinlich nicht einfach rumstehen. Wie viele nur noch kommen. Das ist ja Wahnsinn. Wirklich heftig, ne? Wie gefragt das ist. Das ist sehr gefragt. Da bist du da. Das wäre eine Pre-Show. Wie oft machen die sauber? Wie oft ist die Bahn erneuert? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil das müssen die, finde ich, schon einmal die Stunde machen. Komm, lass uns mal zum Restaurant gehen. Das ist ja der Preis irgendwie. Nee, die müssen die oft sauber machen. Ja, die müssen. Du brauchst ein schönes Slide-Erlebnis, eine schöne Slidebahn. Wir können hier mal Eisstockschießen machen. Ja. Machen wir mal. Ja, machen wir. Also, es wird ja auf jeden Fall angenommen. Also, hier gibt es auf jeden Fall einiges Geiles. Ich wusste gar nicht, dass das hier so aktivitätenreich direkt bei mir um die Ecke ist. Doch, Disco ab 18 Uhr, Walle. Ja, da sehe ich mich. Disco ab 18 Uhr. Ja, heute kann ich eh nicht mehr streichen. Jetzt ist nämlich schon dunkel und jeder weiß, im Dunkeln streichen ist mega dumm. Hast du keine Lampen? Doch, aber mit Tageslicht siehst du diese Kanten? Die schlecht gestrichenen Kanten besser und kannst, wenn es nass ist, nochmal drüber rollen. Weißt ja, du? Verstehe. Das siehst du nicht so gut bei so. Welche Farbe wolltest du jetzt streichen? Das gut geschmeckt? Altweiß. Ja, Altweiß? Ja. Wirklich? Naja, weil ich streiche nicht alles. Damit es nicht auffällt, wenn du rauchst im Zimmer, oder? Ja, das Das muss mit der anderen Wand, die ein bisschen dreckig ist, das muss quasi ineinander übergehen. Weil ich möchte, dass es weiter kommt. Altweiß natürlich, Leute. Das ist ja nur geil. Wir rauchen hier ab. Hier, wir drehen die Kamera wieder. So, Hammer. Ist schon schön. Also, ist auch sehr beruhigend, finde ich, das Bild. Hat irgendwie was, ne? Finde ich auch. Ich mag das. Aber es sieht wirklich aus wie diese Prozession von den Männern. Total. Oder? Oder halt das große Bild da von Mekka. Wo sie alle, da laufen auch so Hunderttausende im Kreis genau. Gefühlt. Das ist das hier. Das ist das Mekka Hamburgs. Ja. Ganz andere Religion, muss man sagen. Die Religion der Pommes ist das. So. Der, oder? Die Religion des talentfreien Spaßes. Aber ich muss sagen, die haben alle sehr viel. Ey, wollte ich gerade sagen, weil die sind hier alle gut dabei hier. Nee, ich sag das so, weil so habe ich Eislaufen bei mir abgespeichert. Guck mal, das ist immer alle hinfallen. Keiner kann das, aber die können das ja alle. Die können das alle. Aber mir wäre es ein Mühe zu voll, weil ich hätte Bock, so richtig schnell zu sliden. Ist so. Weißt du? Und ich möchte aber keine Leute gefährden, also wirklich nicht. Aber ich möchte einfach am liebsten alle, ich möchte die Menschen hier wie Hindernisse sehen. Zwischen den ganzen Hindernissen. Aber es gibt hier so einen, guck mal, da ist so ein Pro, den ist schwierig euch zu zeigen, aber der slidet da so slalommäßig sehr. Gerade viel durch, der kann das und der war auch eben der schnellste von allen. Sowas wollen wir hier, oder hier. Hier, den verfolge ich jetzt. Oh, der ist auch. Solche Leute wollen. Der macht das häufig. Guck mal, wie der da. Oh, Alter, Backslide, kleiner Slide. Flex, bam. Bam, jetzt hier, vor der Pommes-Theke. Oh, hier, angedirkt. Aber er will die Pommes. Er riecht das. Ja, man riecht das. Er hat Lightshoes. Lightshoes. Er hat Lightshoes. Oh, der hat eigenen dabei. Eigene Lightshoes. Der ist schon länger im Game, sag ich dir. Alter, der hat Lightning Slides. Lightning Slides. Geiler Name. Das ist der Markenname. Mega, wo ist er? Da hinten. Achte auf die Lightning Slides. Ja, den kann man immer gut erkennen auf der Ferne. Ja, der, wenn der Scheiße baut, der kann nicht sagen, ich war nicht da. Nee, stimmt, das geht nicht. Das fällt auch gut. Lightshoes are sick. Ja, Mann, ohne Scheiß, Sam. Übel. Aber wo sind die? Ich will sehen, wie er nochmal kommt. Hier ist er auch schnell, er ist auch schnell. Ja, er fährt zumindest normal. Aber guck mal, jetzt du so als Fünfjähriger. Ja. Siehst du dich auf so einem langweiligen Bär? Da will man doch mal rauslassen. Nein. Das sind doch bestimmt so Helikoptereltern, die sagen, nee, du darfst es nicht, ohne weil Scheiß. Du würdest das eh verkacken. Ich sehe mich auf keinen Fall auf so einem Bär. Ich sehe mich da schön mit so einem Eisschläger. Wie heißt das? Eishockeyschläger. Ja, Eishockey ist auch geil, macht Bock. Ja, mach Rede. Das ist bestimmt verboten hier, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr so... Jetzt hier random Match aus. Bestimmt nicht erlaubt. Es wäre so geil, wenn wir so einen 10er-Pack Schläger darunter werfen und einfach gucken, wie die Masse reagiert. Ey, jetzt kommt hier ein Racer. Pass auf. Ja, oh, der ist schnell. Wahnsinn. Wo ist er? Der ist ja ganz am Rand hier. Am Rand. Ganz links. Das ist auch der, den ich eben meinte. Ja, da. Der ist nämlich der Ziele. Und jetzt Slalom. Das ist ein älterer Typ. Ein richtig erfahrener. Der hat Lebenserfahrung. Jetzt war es abgeslidet. Oha. Junge. Achso, wir haben 12 verschiedene Boote. Also, das ist ganz zwei. Wo ist RGB-Man? Ja, gute Frage. Lightshow-Man, where is he? Der müsste ja eigentlich hier recht blinkend in unser Feld fahren. RGB-Man. Where are you? Safe ein Blader. Ich mach mal ein Foto. Aber er ist auch ein Blazer. Foto für die Erinnerung. Ja, mehrere ein Thron. Ja, das ist so ein ich kann's nicht. Für die Erinnerung. So. Ja, lass den Pommespreis. Wo ist der Pommespreis? Ja, stimmt, das muss woanders sein. Du musst den Pommespreis abchecken. Die wollen da, wenn die schlau wären, dann würden die auch Pommes an die Noobs verkaufen, die nicht blazen wollen. Ich glaube aber, die denken folgendermaßen, wir sind schlau und die Leute wollen nur Pommes, müssen sich aber erstmal 11 Euro Schuhe holen, ja, okay. Um dann Pommes zu essen. Aber dann erklär das. Wie, dann erklär das? Dann erklär den Laden da. Ja, die sind das vielleicht, ne? Ja, kann ja sein. Ja, aber da muss man doch rein können, das sieht doch ziemlich öffentlich aus.
Ja, aber das sieht auch irgendwie schickimicki aus. Sieht so nach Restaurant aus. Das ist so ein Café. Das sieht so aus. Wir geben die Kinder jetzt 4 Stunden ab. Ja, genau. Und wir essen jetzt erstmal Lobster. Eine Lounge ist das. Wir rauchen erstmal den Lobster. Aber Eingang ist Eingang. Ja, okay, aber du hast recht. Und hier kann man gut reinstalken. Tipptopp. So, was haben wir denn da für die Pommes? 7,50 Euro. Nein. Chicken und Pommes. Crepe, Flammkuchen. Ja, normale Preise, muss ich sagen. Ich hätte die teurer eingeschätzt. Beim Bäcker kostet Cappuccino auch 3,80. Ja. Crepe mit Käse für 5,50. I don't know. Ja. I don't know. Es ist halt alles teuer gewesen. Ja, ist es du. Ich hätte jetzt hier aber unsere Inflationspreise, die neu sind, plus Freizeitparkaufschlag. Ja, Freizeitparkaufschlag. So wirklich sowas wie Pommes 12 Euro. Ja, wirklich. 400% Freizeitparkaufschlag. Ja, genau. Oder Kino ist ja auch immer so absurd. Ja, total. Das heißt, für so ein kleines Popcorn, eine Cola irgendwie, das ist wirklich, 20 Euro. Das ist wirklich wahr. Guck mal, ist jetzt hier Ausgang? Jetzt Ausgang. Ausgang, ja. Aber haben die anderes an Essen, besseres Essen? Ja, das sah recht mau aus. Und kommt eigentlich der Müll hin? Nee, Walle? Wo kommt der Pommesgeruch her? Weil wir haben da keine Pommes gesehen. Ah doch, mit Chicken oder was? Ja, doch. Pommes, okay. Box und Chicken. Komm, lass abhauen. Ja. Lass abhauen. Lass jetzt zur Straße gehen, Walle. Und dann call it a day. Ja, langsam. Ja, langsam. Aber wo wollen wir denn raus? Ja, wir gehen halt zurück, dass wir ja, so ein bisschen zurück. So ein bisschen in die Richtung gehen. Ja, wir können ja wieder Richtung Messe quasi. So ein bisschen. Da von da ja. Können wir wahrscheinlich beide ganz. Aber ich finde das hier Rinkomania, warum leuchtet das nicht? Das ist schwach, da muss doch leuchten. Voll krass, dass die das einfach kopiert haben. Ja, aber weißt du, was schwach ist? Dass es nicht Walle-O-Mania heißt. Find ich auch. Oder Krogi-O-Mania. Krogmania. Das finde ich schwach. Ja. Das, Walle und Krogi sollen in Arcade-Hallen gehen und zocken. Das wäre auch geil. Das gibt es ja leider in Deutschland super selten, ne? So Arcade-Teile. Das finde ich voll schade. Aber ist da vielleicht irgendwo einer? Nee, ne? Was ist da eine? Weiß ich, kann ja sein. Ich muss die haben. Kann man eine private? Muss einen Arm wechseln. Guck mal, da sind noch so quasi so VIP-Räume. Und da ist in einem so ein Disco-Kugelding. Ah, das sind die Räume. Das kann man bestimmt mieten. Ja, das ist Hamburg. Da gibt es überall Blackjack und Mutten. Ja, stimmt. Ja, das wird sein. Direkt neben dem Bräuscherautomat. Oh, das wäre geil. Schöner Bräuscherautomat. Ich muss aber sagen, Lightning-Shoes waren nicht schlecht. Die waren cool, ja. Der oder? Ist aufgefallen, der hat ordnungsgemäß geflext, so gehört sich das. Chat, was sagt ihr? Oh, der hat aber Lightning Wheels. Ich kann euch nicht zeigen, was ein Kind ist, aber der hatte, kann ich euch erklären, Lightning einen Kickroller mit Leuchten, die sich erst anfangen zu illuminieren, wenn er losfährt. Ja. Das war cool. Also dieses Kind würde ich gern sein. Du bist ein tolles Kind. Danke. Ja, du bist das schönste Kind. Unterm Baum gewesen. Ja, vor allem, weil ich heute 3 Mutproben erledigt habe. Ja, das kannst du ja abhaken. 4 sogar. Da kriegst du ein kleines, so ein Badge, kriegst du so ein Daily Badge. Ja. Achievement for the day. 3 Mutproben, Walle. Wo gehen wir denn lang, Walle? Ist das ein Ausgang? Nee, ne? Nee, ich glaube, wir müssen echt wieder da einmal so rum. Wir müssen so lame, ne? Was ist das hier wohl für ein Gebäude? Hier steht mitten im Park ein Gebäude. Ja, aber ist nicht auch das Gefängnis da irgendwo? Aber als ob hier im chilligen Park ein Gefängnis ist. So ist das in Hamburg. Wie trostlos muss das sein, dass du da an deinem Fenster nicht raus darfst und dann guckst du den ganzen Tag auf diese Eisbahn. Ja, und weißt du, was du dann denkst? Ja, hätte ich mal das Kind nicht gerippt. Ja, natürlich, weißt du? Aber das ist ja Folter. Und das ist, glaube ich, illegal. Selbst für Gefängnis. Ich habe auf Netflix die Serie gesehen, die gefährlichsten Gefängnisse der Welt. Ja, da habe ich mal reingeguckt. Das ist fantastisch. Das war gefährlich. Ich gucke das gerne. Und, ja, und dann kommt Deutschland, das ist halt voll entspannt. Ja, wirklich. Im Verhältnis. Ja, im also, Verhältnis total. Keinem national treten. Aber das ist ja auch ein bisschen so Kabel-1-Content. So, ist komplett, da früher auch ist komplett Kabel-1. Ja. Aber bin ich die Zielgruppe? Ja. Ja, schon. Ja. Also von daher habe ich doch nichts zu verlieren. Ist heute Vollmond? Ich glaube morgen. Nee, das ist eine Lampe da hinten. Ist aber tatsächlich, der ist fast voll. Ich meine, der wird morgen. Morgen ist Samstag, ne? Ja, morgen Nacht ist er voll, glaube ich. Guck mal. Walle guckt nach eben. Heute ist Vollmond, schreiben die Leute. Walle hat eine valide App, Sekunde. Der ist bei 99,91%. Ja, mehr geht ja gar nicht. Ja, genau. Also in ein paar Minuten ist wahrscheinlich Vollmond. Ja, wo ist er? Ja, stark. Ist noch nicht sichtbar. Meine App zeigt, die Sonne geht quasi gerade unter und er geht gleichzeitig auf. Ah, ja. Also ich würde sagen, wenn er so bei 50 Grad ist, sehen wir den, ich guck mal, also ich bin sehr into Mond, wie ihr seht. Und guck mal, in welcher, wo er aufgeht gleich. Ja. Das zeige ich euch auch gleich. Hier. Er ist schon ein bisschen hier im 60 Grad, warte mal, wo ist hier? Nee, im Norden. Ah, sorry. Ja, ich hab's gleich. Klar. Ich dreh mich jetzt einmal im Kreis. Norden, so. Ja, so im Nordosten.
fast beim eher Richtung Osten noch, würde ich sagen. Da sehen wir ja gleich. Den müssen wir gleich sehen. Wo ist Osten? Wo stehen wir jetzt? Ja, da, ne? Da. Sag mal, wo ist es? Weiß ich noch nicht. Muss kurz mich orientieren und gucken, in welche Richtung ich gucke. Wo ist der Heinrich-Hertz-Turm? Ja. Da ist der Mond, glaube ich. Ja. Ja, genau, da ist er. Ja, das ist, wir gehen auf Osten zu. Nee, ist richtig. Wie heißt die App, fragt der Chat. Die ist mega geil. Holt euch, die gibt es, glaube ich, nur für Android. Ist kostenlos und heißt DAF-Mond. Wie schreibt man das? D-A-F-F, Leerzeichen Mond. Also wie DAF-Bier, nur mit A. Wird das nicht mit U geschrieben? Ja. Ja. Wie mit DAF-Bier, nur mit A. Sorry, ich war noch in einem anderen Gedanken. Ja, genau. DAF-Bier nur mit einem A und dann Mond. Ja. Komischerweise, verwirrenderweise nicht DAF-Moon. Ja. Aber man findet das, glaube ich. Also, das ist wirklich eine Top-App. Seitdem weiß ich übelst viel über den Mond. Ja, der Mond ist einfach schön. Richtig geiler Typ. Richtig schön. Ich mag eh alles, was da oben abgeht. Meteoriten, ich liebe die. Und Meteorit und, weißt du mal, was ist der Unterschied? Ein Komet. Ja, das sind ja, ist ein Komet. Also, ich wusste es mal. Das eine, das hat was mit der Größe zu tun und glaube, ob die auf die Erde einschlagen oder nicht. Genau, wo sie gerade auch so sind. Ja, ne? Ja. Ich glaube, ein Komet ist ein Konstrukt, was auf die Erde kommt und ist dann quasi ein, wie heißt das nochmal, eine Sternschnuppe, ist glaube ich ein Komet, oder? Ich glaube nicht, ich meine andersrum. Ich glaube ein Komet. Komet schwebt und der Meteorit kommt rein. Genau, ein Komet ist glaube ich einfach random im Sonnensystem so unterwegs. Ja. Also wenn sich so ein genau. Komet, so ein Steinbrocken aus dem Kuiper-Gürtel oder wie ja, der heißt, genau. Löst und langsam reinfliegt, dann ist das ein Komet so lang, bis er die Atmosphäre eines Planeten hat. Und dann ist ein Meteorit. Das, jetzt wird es kompliziert, weil es gibt ja auch noch Meteoriten, Asteroiden und... Meteor. Meteor, genau. Ja. Ich glaube, dann ist er ein Meteorit und sobald er in der Erdmannatmosphäre ist, wird er zum Meteor. Ja, das glaube ich, hast du sehr gut. Das habe ich nämlich auch mal gelernt. Und oder andersrum. Ja, genau, oder andersrum. Aber das klingt alles sehr vertraut. Chat, prüf das mal kurz nach, damit wir hier gebildet aus der Nummer gehen. Was sagt gehen. Der Chat? Weil Mond. Ihr habt das jetzt ja gehört, wenn das gefährliches Halbwissen war, stellt das bitte direkt nee, richtig. Schreibt da steht nur Festmasse. Ja, so. Festmasse, Alter. Fettmasse. Alter, was ist mit dir? Ey, Chat, was ist mit dir? Habe ich mich ein bisschen verschluckt. Ja, habe ich gehört. Was ist da los? Mit eigenen Spucke. So, erster Stream des Jahres 2023 an diesem Freitagnachmittag. Ja, Wahnsinn. Ich will noch kurz was von meinem Hobby erzählen, was ich mir für 23 vorgenommen habe. Ja. Und zwar will ich ganz viel meines privaten Geldes in Astrofotografie investieren. Ah ja, das ist aber wirklich aufwendig. Da, ja, voll. Weil du musst dann auch reisen. Also, ey, da habe ich ja Bock drauf, dafür ist es ja. Ja, klar, ja, okay, verstehe ich komplett. Da ist übrigens wirklich der Mond. Da ist der Mond, das seht ihr wahrscheinlich jetzt auch nicht so super toll. Genauso doch, aber sieht man ein bisschen. Aber der ist ja gerade noch hinter so einem Wolkenbatzen. Und ich hoffe sehr drauf, dass morgen vielleicht ein bisschen besseres Wetter wird, weil ich wollte eigentlich, morgen hatte ich schon einen festen Nacht-Mondspaziergang eingeplant. Ja. Weil jedes Mal bei Vollmond gucke ich mir den nachts die ganze Zeit an. Asteroiden bestehen mehr aus Frostmasse. Ah, stimmt, da war der Unterschied zu Kometen, glaube ich. Ja. Nee, Festmasse. Festmasse, okay, Festmasse. Ja, da klingelt so ein bisschen. Aber das finde ich, find ich noch schwierig auseinanderzuhalten. Pluto ist doch für immer ein Planet, oder? Nee, also dass ich ich war früher, war ich so einer mit dem Schild, lass Pluto Planet sein und so. Und irgendwann habe ich ja mehr gelernt und gecheckt, ach so, nee, es macht ja voll Sinn, dass der kein Planet mehr ist. Weil es gibt halt gefühlt hunderte Plutos, also in der Größe so. Verstehe. Das heißt, warum ist der irgendwie special, weißt du? RIP. Aber der sieht wirklich cool aus. Ja. Es gibt so ein super hoch aufgelöstes Pluto-Image von der NASA. Das kenne ich. Da siehst du so richtig, der hat so weiße Salzseen, dann sind das rote Gebirge, das sieht richtig Science-Fantasy-mäßig fast schon aus. Pluto ist ein geiler Dude. Aber kennst du das Bild, natürlich kennst du das Bild von der Sonne, das auch die NASA gemacht hat mit den 26 Einzelaufnahmen? Das ist wirklich fantastisch. Ach so, was die Sonne so... Sie haben es über das ganze Jahr fotografiert und alle Sonnenstürme und schwarze alles. Die sind alle gleichzeitig dann da zu sehen, ne? Das ist mega. Ja, das sieht super krass aus. Das ist wirklich krass. Ja, das sind schon irre Gerätschaften. Diese Sonnen, ne? Ja, wirklich, also. Das ist eine Masse. Das ist irre. Ja, das ist aber herrlich. Leute, hier ist Astro-Talk. Astro-Talk mit Walle. Turi interveniert übrigens. Echt? Beim Pluto. Aber dann passt der Spruch doch gar nicht mehr. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Ja, genau, das hat man auch geändert, aber ich weiß es nicht mehr. Ich bin so schlecht in Eselsbrücken. Naja, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen halt. Ja, so. Ja. Schalt mich da raus. Aber hallo, Turi. Hallo, Astrowalle. Schöne.
Ja, ich bin überhaupt nicht bewandert, aber ich ziehe mir gerne alles darüber rein, ja, nur bis dann da bin ich aber vergessen. Da bin ich aber exakt so wie du. Ja. Ich finde das auch alles mega geil, faszinierend und ich liebe das. Aber um jetzt zu sagen, ich bin super versiert darin, das stimmt halt nicht. Weil du kannst halt nicht super versiert darin sein, wenn du kein Wissenschaftler bist. Weißt du? Das ist einfach, es gibt so viel. Ja, wobei so ein paar Basic-Sachen kann man ja schon, ja, okay, sich einfach merken. Aber allein, dass ich diese ganzen Steinsgebrocken-Sachen schon immer durcheinander bringe, ja, klar, das zeigt ja schon, dass ich mir offensichtlich nichts merke. Asteroiden, Meteoriten, Meteor, Kometen. Ja, das sind schon vier, aber nur wir vier leben Sachen. Auch in geilen Zeiten, weil seit James Webb geht es halt ja auch einfach ohne. Ja, geiles Teleskop. Ja, wirklich. Ja, ich bin das großer Fan. Ich hätte gerne so ein T-Shirt. Ja, James Webb Teleskop. Ich hätte gerne auf dem T-Shirt Messerstecherwalle und James Webb Teleskop. Wir haben ja schon vier T-Shirts entworfen. Ja, wirklich. Das wissen, von zwei wissen die Leute nicht. Wissen die nicht, aber ihr werdet es bald erfahren. Ist ja, by the way, echt dunkel mittlerweile. Ja, deswegen. Es ist einfach hier, man muss hier raus. Man muss raus aus dem Moloch des Parks. Ja, schade, man kann wohl im Winter nur bis, was haben wir, 17 Uhr? Ja. 17 Uhr streamen. Mach, aber zum Beispiel Ronny, ne? Guter Buddy, Ronny, ich glaube, der hört auch um 17 Uhr auf mit seinem Stream. Der fängt natürlich um 8 Uhr morgens an. Aber hat der eigentlich jetzt mittlerweile mal so krasses Equipment? Also hat er so eine Lampe auf sich oder so? Ist er auch mit dem Handy unterwegs? Der hat alles mit dem Handy. Ja, natürlich. Aber nee, Ronny ist schon Profi, weil Ronny streamt auf einen Server. Das heißt, ja, wenn er schlechtes Netz hat, dann geht der Stream nicht aus. Sondern er das streamt, gut, der, ja, Server streamt sozusagen. Und er hat auch eine geile Lautsprecherbox an seinem Körper befestigt. Eine Bluetooth-Box, ja, die er mit einem zweiten Handy angesteuert hat. Und immer wenn ein Abo reingeht oder so, dann kommt da so Soundtunes. Okay. Und das ist so geil. Das werde ich alles. Ronny hat mir schon geschickt, wie das geht. Ja, aber ist das nicht auch ein bisschen nervig? Scheißegal. Stell dir vor, du stehst in der Eislaufschlange und dann ist die ganze, nein, Zeit deine Tappe. Ja, aber das ist Commitment. Das, ja, okay, ist Commitment. Entweder streamst du die Scheiße aus dem Leben oder nicht. So, Walle, wir laufen hier gerade rum. Schäme ich mich, mit dir rumzulaufen? Auf keinen Fall. Schämst du dich, mit mir rumzulaufen? Noch nicht. Ja, aber also, wenn du diese Box jetzt hättest. Ja, das ist Commitment. Ja, gut. Da muss man was bieten. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. So, wirklich. Meine Mutter erklärt die Zwergplaneten, schreibt gerade jemand. Ist deine Mutter im Chat? Ja, meine Mutter ist immer im Chat. Das ist doch klar. Meine Mutter war wirklich schon mal im Chat, weil ich war an ihrem Handy mit meinem Twitch-Account angemeldet, ja, und ich habe gestreamt und dann hat meine Mutter plötzlich was aber mit meinem Account geschrieben und ich dachte so, hä, wieso schreibe ich jetzt selber was ich nicht geschrieben habe? Und dann hat sich das später geklärt, das war sehr süß. Weil sie dachte, sie hätte einfach Twitch. Ja. Da kann man dann einfach schreiben. Ja, true. Die Scheiße gut aus dem Leben raus. Hallo mein Junge, schreibt jemand. Hallo. Wir müssen hier Seiten tauschen, Walle. Ich fühle mich angesprochen. Ich brauche auch wirklich eine bessere Haltung für meine Hände. Ja, das ist so. Ich habe dir auch mal angeboten, das mal abzunehmen. Nee, irgendwie. Wir machen gleich eh Ende. Ja, das stimmt. Wir gehen gleich hoch, machen Ende. Dann gehst du links, ich rechts. Ja. Oder so. Das klingt total gut. Gleich. Ich werde auch langsam ein bisschen müde. Ja, weil es reicht auch. Ja. Streams kannst du nur so, wie so ein Kondensator, lange Energie aufbauen. Und dann struckartig abgeben. Ach, so funktioniert ein Kondensator. Ja, so funktioniert ein Kondensator. Guck mal, direkt noch was über Elektrotechnik. Na klar, ist gar kein Problem. Richtiger Lernstream. Ist, ja. Educational Content. Wann werden wir gefördert vom Bund? So, ich will von der Stadt Hamburg irgendwelche Bildungsgelder. Bildungsgelder. 20.000, jetzt auf alles Konto. So, so ist es. Für das gefährliche Halbwissen über Steinsbrocken im Weltall. Muss reichen. Ja. Nee, das ist zu dunkel, Walle. Was ist das hier für ein Kunden oder I? Das habe ich eben nicht gesehen. Ja, wir brauchen so eine, hier gibt es ja quasi so eine nice Softbox. Vor allem, wir haben gar keinen Ausgang hier, ne? Sind überall Zäune um uns herum, weil wenn die zumachen, sind wir gefangen. Aber ich sag dir, das sind alles Wobbelzäune. Alle wobbelig. Ja, aber das macht sie nicht weniger massiv. Nee, aber über Zäune klettern macht mega Bock. Das, das ist voll stimmt. Der Adrenalin-Thrill. Was war der krasseste Zaun, über den du geklettert bist? Tatsächlich einer mit Stacheldraht. Wirklich? Das war auch mega dumm. Ja? Weil du wolltest doch eben für die Kamera, dass meine Hose aufreißt. Ja. Das ist mir da passiert. Wirklich? Ich bin natürlich an so einem Ding hängen geblieben. Weil hier müssen wir lang. Aber ich sag nicht, wo ich eingestiegen bin. So, wir haben es geschafft, alle. Ja, geil. Das war wirklich ein schöner Stream. Wir haben ja wirklich viel Spontanes erlebt, womit wir nicht gerechnet haben. Nichts war geplant. Nichts. Auch wenn es super gestaged wird. Ja, weil wir natürlich auch mal so, wir sind ja so professionell. Super professionell. Weil du bist ein geborener Entertainer, ich bin ein geborener Entertainer. Die Leute denken einfach, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Das so, kann so viele nicht, Zufälle das kann nicht sein, dass auf einmal so viele Leute Eis laufen. Ja, das, aber oder? Auch die Enten, wir hätten damit rechnen können, dass die eine dreimal scheitert. Wirklich? Das war doch einfach für die Dramaturgie. Ich gebe dir aber noch ein bisschen Geld gleich. Der Ente? Ja, ja, finde ich auch richtig. Die soll rich sein. Ja, ich meine, die hat jetzt ja auch die Subs reingedrückt. Sie ist Stuntgirl. Ja, eben. Ja, das also hat sich, die ist jetzt ein Internet-Fail und dafür musst du auch ein Lot werden. Schon mehr Kogelwall Infotainment. Infotainment, okay, ja. Dann müssen wir uns das nächste Mal ein bisschen vorbereiten. War mega, gerne. Leute, ich drücke einfach hart auf Stopp, ja? Wir laden das auf YouTube hoch, like das ab.
Das ist das echte Leben. Hier passiert im Stream. Auf ein gutes 2023. Ja, ihr seid immer gesund und munter. Und schaut immer diese Streams. Die Leute hier, weißt du, die haben Bock. Die brennen dafür. Ich merk das schon. Die brennen dafür. Guck dir das an. Jetzt gehen wir ins Hotel. Jetzt gehen wir schön bumsen, Walle. Ja, echt. Komm, ja. Okay, tschüssi. Tschüss, ey.